ihr seid heute Nacht nutzen können, freue ich mich des Herrn. Uns jetzt nochmal auf ganz eigene Weise in Bewegung bringen wird. Er ist Diplompsychologe, psychologischer Psychotherapeut auf tiefenpsychologischer Basis und arbeitet seit nunmehr 17 Jahren hier in Düsseldorf. Und ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Arbeit mit sexuellen übergriffigen Jugendlichen und mit Menschen, die in anderer Form Gewalt ausgeübt haben oder auch erfahren haben. Sie haben gesagt, lassen Sie sich nicht dadurch irritieren, dass ich mich maximal weit von Ihnen wegstelle. Also, da würde ich einfach sagen, Glück auf, wir legen los. Okay, kann man mich hören? Ja. Guten Tag. Der Titel meines Vortrags lautet Menschen mit Gewalterfahrungen, Bindungsmuster, Körperbezug und Emotionalität. Guten Tag. Der Titel meines Vortrags lautet Menschen mit Gewalterfahrungen, Bindungsmuster, Körperbezug und Emotionalität. So, ich bin jetzt zweimal aufgetreten und Ihre rechte Gehirnhälfte hat jetzt hart gearbeitet, weil die halt die ganzen Signale, die jetzt geflossen sind, auswertet. Und ich würde Sie bitten, bleiben Sie doch mal in Ihrer rechten Gehirnhälfte. Sie wissen natürlich nicht, wie das geht. Ich sag's Ihnen. Bleiben Sie bei sich. Wir reden jetzt nicht. Besinnen Sie sich auf sich. Und ich werde jetzt Ihnen einige Fragen stellen. Und die Einladung ist, 3 Fragen. Gucken Sie einfach, welche Antwort in Ihnen auf diese Fragen auftaucht. Wir werden uns nicht austauschen darüber, damit Sie in der rechten Gehirnhälfte bleiben. Die erste Frage ist, zwischen meinem ersten und zweiten Auftritt haben Sie an Ihrem Körper eine Veränderung bemerkt? Gucken Sie mal, was auftaucht. Vielleicht haben Sie die Beine anders übereinander gelegt oder haben sich aufrecht gesetzt. Was haben Sie an Ihrem Körper an Veränderung bemerkt? Okay, soweit zur ersten Frage. Dann die zweite Frage. Wie haben Sie sich gefühlt, als ich das erste Mal aufgetreten bin? Und wie haben Sie sich gefühlt, als ich das zweite Mal aufgetreten bin? Gucken Sie einfach, was taucht bei Ihnen auf. Zensieren Sie es nicht. Auch freche Gefühle sind erlaubt. Es erfährt ja keiner, außer Sie selbst. Die dritte Frage wäre, wie haben Sie sich mir gegenüber gefühlt? Was haben Sie mir gegenüber oder in Bezug auf mich gedacht, als ich aufgetreten bin das erste Mal und das zweite Mal? Einfach für sich gucken, was taucht auf, können Sie sich noch erinnern, ist gerade eine Minute her. Gut, genug Zeit für die rechte Gehirnhälfte. Jetzt kommt die linke Gehirnhälfte dran. Und das heißt, ich frage Sie jetzt was und würde Sie bitten, mir zu antworten. Einfach reinrufen, Augen wieder aufmachen, falls Sie die zugemacht haben. Sehr gut, hilft auch bei der rechten Gehirnhälfte. Und zwar ist die erste Frage, die ich Ihnen stellen wollte, ist, was haben Sie einen Unterschied an meinem Körper bemerkt, als ich das erste Mal aufgetreten bin, im Vergleich zum zweiten Mal? Was war da anders? Haben Sie überhaupt was festgestellt? Beim zweiten Mal mehr Elastizität. Mhm. So mehr, okay, ja. Das andere war steifer. Okay, ich habe anders geguckt, ja. Mehr Platz zum Atmen. Mehr Brustkorb, Schultern. Okay, ja. Gut. Mhm.
Gut beobachtet. Lautstärke der Stimme, okay, ja, es ist ein bisschen was anderes als Körper, aber hat natürlich mit dem Kehlkopf zu tun. Ja, genau, Gesicht, ne? Einen anderen Ausdruck gehabt. Okay, ich denke, es ist, ich hatte ein bisschen Sorge, ob man es nicht merkt, aber es war deutlich genug, ne? Okay, okay. Ja, das erste Mal. Die zweite Frage. Wie habe ich mich wohl gefühlt beim ersten Mal? Und wie habe ich mich gefühlt beim zweiten Mal? Was schätzen Sie? Sie sind ja Berater, müsste eigentlich leicht sein für Sie. Etwas deprimiert. Beim ersten Mal deprimiert? Ängstlich. Ängstlich, aha. Unsicher, ist auch so ein bisschen was Ängstliches, ne? Noch andere, oder trifft es das? Wirklich, es war ja gespielt. Es wäre ja nur gespielt, vielleicht nicht wirklich. Aber wenn man gut schauspielert, fühlt man es, glaube ich, auch. Ne? Okay, also ängstlich, unsicher, deprimiert habe ich auch noch gehört. Also irgendwas, irgendein reduzierter Zustand. Ja, ne? Schön, ich habe es am halben wieder rausgekommen. Mhm. Ja. Okay. Okay. Und beim zweiten Mal? Zuversichtlich. Zuversichtlich? Mhm. Dynamisch. Selbstbewusst, dynamisch. Mhm. Zugewandt. Zugewandt. Selbstsicher. Erleichtert. Also positiver. Erleichtert wäre jetzt im Vergleich zu vorher. Ja, okay. Ja, das geht schon in die dritte Frage über, nämlich, wie habe ich mich Ihnen wohl gegenüber als Publikum gefühlt? Vermuten Sie mal. Erstmal sehr ängstlich. Ja, ich gehe mal davon aus, es stimmt. Also ängstlich, ja. Aber was bedeutet das in der Beziehung zu Ihnen als Publikum? Abwehr hatten wir auch, genau. Kontakt vermeiden. Mhm, also irgendwie so. Misstrauisch. Was ist denn los, wenn ich misstrauisch bin? Oder wenn ich mich unterlegen? Ah, sehr schön, darauf wollte ich hinaus. Angst vor der negativen Reaktion. Aha. Okay, also ich sage es noch abstrakter. Sie sind gefährlich. Sie könnten mir was tun. Es könnte mir was passieren. Deswegen widerstrebend. Und was sagten Sie nochmal? Unterlegen. Ah ja, das wollte ich nämlich vom Machtverhältnis, ein Machtverhältnis drin. Sie sind stark, Sie können mir was tun, ich kann eigentlich nichts machen. Sind ja auch viele. Genau. So, jetzt aber beim zweiten Mal sind ja auch viele, ja, ja. Genau. Als kämen Sie gegen mich an. Ha. Beim zweiten Mal, wie habe ich mich denn da gefühlt? Aber Ihnen gegenüber als Publikum jetzt. Neugierig, könnte man sagen, aufs Publikum. Was sind das für Leute? Ne, so. Zuversichtlich. Zuversichtlich, wird schon klappen. Noch was? Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Ja, jetzt sind wir bei diesem Verhältnis. Wunderschön, darauf wollte ich hinaus. Genau, also es ist eher sowas wie Resonanz, würde ich sagen. Ne? Ich bin eine Macht, Sie sind eine Macht, oh ja. Aber wir kriegen das schon miteinander hin. So, und dann ist natürlich ein freudigeres Gefühl da. Vorfreude oder so. Ne? Okay. Das war jetzt so eine kleine Einstiegsübung. Sind wir jetzt fertig? Gut, wunderbar. Rechte und linke Gehirnhälfte funktionieren. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass eigentlich, ich habe denselben Text gesprochen, ich bin denselben Weg gegangen, dass eigentlich eine ganz kleine Änderung doch eine sehr große Änderung ist. Also ob ich mich ängstlich fühle und das Gefühl habe, Sie können mir was tun, oder ob ich das Gefühl habe, ach, wir haben jetzt hier gleich Spaß zusammen, das macht einen riesen Unterschied, aber es ist eigentlich sehr fein, wie man das merkt. Aber Sie haben das sofort gemerkt. Es waren ja nur wenige Sekunden, trotzdem haben Sie sofort gemerkt, da ist irgendwas anders und konnten das irgendwie dann jetzt sprachlich auch ausdrücken. Ich habe das gemacht, weil ich auf die Hirnhälften eingehen wollte. Und zwar ist die linke Hirnhälfte, die am zweiten Teil dran war, mehr für die analytischen Fähigkeiten. Also die ist dominant, wenn analytische Fähigkeiten gebraucht werden. Ist ja nicht, dass die rechte Gehirnhälfte aus ist, ja Quatsch. Bewusste Verarbeitung findet in der linken Gehirnhälfte statt. Neues wird mit der linken Gehirnhälfte verarbeitet. Deswegen ist sie auch langsamer, weil sie eben nicht vorgebahnte Muster hat, sondern neue Muster herausfindet. Und das Sprechen wird auch von der linken Gehirnhälfte gesteuert. Während die rechte sehr schnell ist, aber auch unbewusst.
Also sie haben sofort gemerkt, was mit mir ist, als ich aufgetreten bin. Aber das in Sprache zu fassen, das dauert eine Weile. Also soziale und emotionale Fähigkeiten sind dominant von der rechten Hirnhälfte gesteuert. Es wird ungebewusst und schnell gemacht und sie haben automatische Reaktionen, die von der rechten Hirnhälfte gesteuert werden. Intuition ist auch sowas, der erste Eindruck. Geht sehr schnell, automatisch, aber ist schwer zu entziffern. Ja, willkürliche Bewegung, also so oder tiefen Atem zu holen, was normalerweise automatisch läuft, kann ich mit meinen willkürlich mit der linken Gehirnhälfte steuern. Aber die Überlebenssicherung und auch das, was den Körper mehr betrifft, die Regulation des vegetativen Nervensystems, also dass ich gerade aufgeregt war, der Mund trocken wurde, Kehlkopf nicht richtig mitgemacht hat, das kann ich nicht steuern. Ne? Das ist auch ein Teil von mir. Also Stressverarbeitung, wie gut meine Stresshormone im Blut reguliert werden, wird alles von der rechten Gehirnhälfte gesteuert. Blutdruck, Verdauung, Immunsystem ist ja auch im Darm sehr stark, alles rechte Gehirnhälfte. Und eben die Hormone auch, Oxytocin oder Cortisol oder was man alles hat, Testosteron, wird eher von der rechten Hirnhälfte gesteuert. Und wir werden in diesem Vortrag immer wieder mal auf die rechte Hirnhälfte zu sprechen kommen. Deswegen ist mir das so wichtig, dass das auch eben erst seit 20 Jahren eigentlich genauer bekannt ist, wie viel die rechte Gehirnhälfte eigentlich macht. Und dass es auch die Gehirnhälfte ist, die zuerst ausreift. Das heißt, in den frühen Jahren, in den ersten zwei Jahren, ist die sehr stark aktiv und kann eben, wenn da Probleme entstehen, betreffen die eben die rechte Gehirnhälfte und genau die Fehlsteuerung dieser Systeme. Aber da kommen wir noch zu. Ja, jetzt rechte Gehirnhälfte ist körpernäher. Jetzt die Frage an Sie, fassen Sie Ihre Klienten an? Nehmen Sie Körperkontakt auf? Wer jetzt Nein sagen möchte, mal Hand hoch. Okay, wenige. Ich glaube, ich habe sie jetzt reingelegt, weil natürlich fassen sie ihre Klienten an. Sie nehmen Körperkontakt auf. Wir trennen das aber sprachlich. Ne? Gab es da einen Einwand? Nee, okay. Also wir trennen das sprachlich. Körperkontakt aufnehmen, das klingt so intim. Das ist irgendwie was für private Beziehungen. Ne? Also deswegen bitte nicht vorgeführt fühlen. Das ist auch eine Spaltung, die wir in unseren Köpfen haben. Und ich glaube, dass die deswegen da ist, weil Körperkontakt etwas sehr Mächtiges ist. Es macht mit uns viel, wenn wir uns die Hand geben, wenn wir Körperkontakt machen. Und deswegen nennen wir das nicht so, weil eben, wenn wir uns voll auf Körperkontakt einlassen in einer intimen Beziehung, dann macht es mit uns auch viel. Wir binden uns aneinander und die Hormone verändern sich. Und schon als erste Idee für die Praxis, damit Sie dann auch rausgehen können und sagen können, ich habe trotzdem schon was mitgenommen, Sie könnten mal sich vornehmen, wenn Sie das interessiert mit der Mächtigkeit von Körperkontakt, aber auch wie Sie damit umgehen, ist nämlich durchaus ambivalent manchmal, weil es eben auch mit uns etwas macht. Das wollen wir gar nicht immer. Sie könnten sich mal überlegen, wie mache ich das eigentlich, wenn ich die Hand gebe? Ich habe das mal versucht. Sie könnten mal sich als Wochenmeditation vornehmen, immer wenn ich die Hand gebe, nehme ich einen Teil meiner Aufmerksamkeit und achte, was mache ich eigentlich da mit meiner Hand? Das ist so automatisiert, dass Sie es gar nicht mitkriegen. Ich habe das mal versucht, mir ist es nicht gelungen. Mir ist immer nachträglich eingefallen, ach, ich habe die Hand gegeben, habe wieder nicht drauf geachtet. Aber es ist ganz schwer, weil es so automatisiert ist. Und trotzdem passiert, wenn wir uns die Hand geben, sehr viel. Wir geben Informationen, ob wir wollen oder nicht. Wir bekommen Informationen und werten sie aus, ob wir wollen oder nicht und ob wir es merken oder nicht. Deswegen ist es eigentlich spannend, wenn man das mal macht, mal so eine Wochenmeditation Hand geben. Sie können die Frage auch umdrehen und sagen, wie ist das eigentlich, den anderen anzufassen? Das macht man vielleicht eher als Berater, weil man so diagnostisch unterwegs ist und sagt, oh, der hat aber einen schlappen Händedruck oder einen starken. Also, aber das ist auch, könnte auch eine Meditationsaufgabe sein, um mal genauer zu gucken, was passiert hier eigentlich? Wie kommt der andere mir eigentlich körperlich rüber, wenn ich die Hand gebe? Ich mache das auch bei meinen Jungs manchmal, wenn es passt, dass ich eine persönliche, eine individualisierte Begrüßung ausmache. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, weil eben Körperkontakt eine Menge macht. Es verrät auch eine Menge über mich. Ich mache mich auch nackig, wenn ich Körperkontakt zulasse. Und ich glaube, dass die Jungs, mit denen ich zu tun habe, das brauchen. Ich habe jetzt ein Videobeispiel, wo Sie einen Mann sehen, der das auf die Spitze getrieben hat. Das soll jetzt kein Vorbild sein, aber als Anregung dienen,
wie weit man das treiben kann. Eine Minute. Halt. Ah, wir haben es schon gesehen. Sie haben gesehen, einer war dabei, kein Körperkontakt. Ja? Also es soll nicht eine Norm werden, um Gottes Willen. Ich will jetzt hier nicht das Lobpreis von Körperkontakt. Aber es ist was, Sie haben ja gemerkt, wenn man sich so aufeinander abstimmt, das hat was Rhythmisches, man geht sehr aufeinander ein, da ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre in der Klasse, wenn das so abläuft. Ne? Und so versuche ich das in meinen Klienten eben auch zu machen, wenn ich in der Therapiestunde direkt so eine Begrüßung mache, ne? Dann, also das ist ja was, was der Klient sich ausgedacht hat, was ihm nahe ist, was seiner Kultur entspricht, seinen Idolen vielleicht entspricht. Ich greife das auf, mache das mit ihm auch, dann sind wir halt Buddies. Das ist gleich erstmal, so fängt es erstmal gut an. Gut, das war jetzt Praxis. Das war der Einstieg, jetzt geht es sozusagen erst richtig los. Jetzt haben wir hier eine Sache, die Sie eigentlich gar nicht brauchen, aber ich wollte nur einen Dosis-Wirkungszusammenhang mal darstellen. Unten ist abgetragen in Gray die Stärke einer radioaktiven Strahlung. Und auf der Hoch-Runter-Achse, also X-Achse, ist abgetragen, wie viele Krebszellen, Darmkrebszellen zerstört worden sind. Und natürlich, je mehr man drauf strahlt, desto mehr Darmkrebszellen gehen kaputt. Das ist ein Dosis-Wirkungszusammenhang, den gibt es auch aus der Forschung zu krebsverursachenden Substanzen. Man geht davon aus, dass die Gene verändern und dass deswegen die Wirkung von krebserregenden Substanzen ohne Schwellenwert stattfindet. Also es sind sozusagen zwei Merkmale, Dosis-Wirkungszusammenhang oder dosisabhängige Wirkung und keine Schwelle. Und jetzt habe ich vor 20 Jahren, haben ein Arzt und ein Epidemiologe etwas gefunden, was so ähnlich wie eine krebserregende Substanz, aber mehr auf dem menschlichen Gebiet ist. Ich nenne das jetzt mal Einflussgröße. Und zwar gibt es eine Einflussgröße, die eine dosisabhängige Wirkung hat mit den häufigsten Todesursachen. Sie sehen da Herzinfarkt, Krebs, das will ich halt gar nicht alles vorlesen. Halt die Sachen, an denen die meisten Menschen, jetzt Amerikaner hier in dem Fall, ist das die Liste, sterben, obwohl sie eigentlich nicht sterben müssten, wenn sie die Krankheit nicht hätten. Es gibt zwei Todesursachen, die nicht mit diesem Einflussfaktor zusammenhängen, aber die anderen, je mehr man von diesem Einflussfaktor abgekriegt hat, desto wahrscheinlicher stirbt man an so eine Ursache. Dieselbe Ursache hat einen Dosis-Wirkungszusammenhang mit den stärksten Risikofaktoren für die Todesursachen. Und zwar sind das jetzt alle Risikofaktoren für die Haupttodesursachen. Da gibt es jetzt keine Ausnahme. Da gehört zum Beispiel Rauchen dazu, aber eben auch natürlich Suizidversuche, die sind auch ein Risikofaktor fürs Sterben. Ne? Ist ja der Sinn der Sache. Aber eben auch mehr als 50 Sexualpartner zu haben, scheint ein Lebensstil zu sein, der halt dazu prädestiniert, AIDS zu bekommen vielleicht und dann daran zu sterben. Das klingt ja jetzt sehr medizinisch, weil es hier ums Sterben geht, um Krankheiten geht. Ja? Wenn man jetzt aber guckt, es gibt noch andere Faktoren oder andere Auswirkungen, die dosisabhängig auftreten, dieses Einflussfaktors, und das sind eben erhebliche Probleme bei der Arbeit zu bekommen oder ernste finanzielle Probleme zu bekommen später im Leben, an Depressionen zu erkranken, sich Antidepressiva verschreiben zu lassen, auch ohne depressiv zu sein, häusliche Gewalt zu verüben, das gilt auch für Frauen. Also je mehr Frauen diesen Einflussfaktor abgekriegt haben, desto mehr sind sie später Täterinnen von häuslicher Gewalt. Aber eben auch, man hat auch ein höheres Risiko, vergewaltigt zu werden. Das betrifft jetzt natürlich Frauen.
oder einen Suizidversuch zu unternehmen, als Teenager schwanger zu werden oder Vater zu werden. Also ist ja irgendwie ungünstig. Und sehr früh den ersten Sex zu haben. Haben Sie eine Idee, was das für ein Einflussfaktor sein könnte? Ist ja offensichtlich was ziemlich Schlimmes, ne? Ich weiß gar nicht, ob es einen mächtigeren Risikofaktor als sowas gibt. Also ich bin immer wieder erfreut, wenn ich das erzählen kann, weil ich finde, es ist eine Studie, die muss man wissen. Verfrühte Zellalterung oder sowas? Verfrühte Zellalterung, sagt jetzt jemand. Also das wäre ja eher so ein Faktor, ein kausaler Weg, auf dem das alles eintritt. Aber was stößt denn diesen Weg an? Gewalterfahrung. Bindungsstörung. Jetzt kommen die Psychologen in die Ecke. Ja, richtig. Was noch mehr? Was ist genau? Vernachlässigung, das wären so Sachen, ja. Traumatisierung, sowas. Ja, genau. Okay, jetzt sind wir in der richtigen Ecke. Gut. Ich verrate es Ihnen. Und zwar ist das ein Fragebogen, in dem man bis zu 10 Punkte bekommen kann. Und diesem Fragebogen wird einfach retrospektiv abgefragt. Hast du erlebt Misshandlung oder Vernachlässigung, verschiedene Formen? Ist ein Familienmitglied im Knast gewesen? Gab es eine psychische Erkrankung in der Familie, Schizophrenie oder eine schwere Depression? Haben sich die Eltern scheiden lassen oder gab es häusliche Gewalt? Diese Sachen werden einfach nur abgefragt, mehr nicht. Und man kann bis zu 10 Punkte kriegen. Wer nichts davon erlebt hat, hat 0 Punkte, Glück gehabt. Und dieser Wert, dieser ACE-Wert, ACE-Score, also ACE heißt hier Adverse Childhood Experiences, kann man vielleicht übersetzen mit widrige Kindheitserfahrungen, belastende Kindheitserfahrungen, sage ich jetzt eigentlich immer. Und das hat diesen Dosis-Wirkungszusammenhang zu diesen ganz vielen Dingen. Das nimmt einem Lebenszeit. Also ganz medizinisch geguckt. Ich finde das erschütternd. Und das hat man vor 20 Jahren herausgekriegt. Ich finde, es hat sich immer noch nicht genug rumgesprochen, deswegen rede ich darüber und hat mit unserem Thema auch zu tun. Dabei muss man sagen, diese Studie wurde mit 17.000 Leuten der Kaiser Permanente-Versicherung in Kalifornien gemacht. Privatversicherung in den USA ist nicht so wie in Deutschland, aber es ist schon so, dass halt Leute arbeiten müssen dafür und sagen wir mal, Mittelschicht sind, um sich eine Privatversicherung leisten zu können. Das sind also nicht die Leute, die von Medicare, Medicaid, von dem staatlichen System abhängig sind. Das heißt, wir haben eigentlich eine überdurchschnittlich gut situierte Stichprobe. Und von daher sind die Zahlen, die ich Ihnen nenne, wahrscheinlich noch zu positiv. Wahrscheinlich ist das Bild, wenn man jetzt die vom Staat abhängigen Schichten mit dazu nimmt, negativer. Jetzt hätte ich mal eine Frage, einfach mal ein bisschen Auktion. Wie viele hatten einen ACE-Wert von 0? Das heißt, wie viele Menschen von der Bevölkerung haben nichts von diesem belastenden Zeug abgekriegt? Ich will einfach mal eine Abstimmung machen. Gucken Sie mal, wie optimistisch Sie sind. Wenn Sie sagen, ich bin eher Optimist, ich denke mal, die Hälfte sind davongekommen, die Hälfte sind betroffen, also mindestens einen Wert, dann würden Sie sagen, 50% sind davongekommen. Moment, wie frage ich das jetzt? Langsam. Oder vielleicht 60% sind davongekommen. Dann wären Sie die optimistische Seite. Mal Hand hoch, wer da der Meinung ist. Mehr als 50% sind davongekommen. 4 Hände, 5 Hände. Mehr als 50% sind davongekommen, also ein Wert von 0 in dieser Studie. Kann ihr der Meinung? Ja, bei den 17.000. Bei den Privatversicherten. Genau, aber eben amerikanische Verhältnisse, privatversichert. Das sind einfach Leute, die arbeiten, sag ich mal. Da wird man schneller privatversichert als in Deutschland, ne, weil es da dieses staatliche Krankenversicherungssystem nicht gibt in der Form. Also 50% oder mehr sind verschont geblieben. Sie haben noch nicht aufgegeben, Sie sind optimistisch, sagen ja, doch 50%. Ja? Ja, Sie sind gar nicht so weit von der Wirklichkeit weg. Es sind 46%, die davon gekommen sind. Das heißt doch falsch, aber ne, also mehr als die Hälfte haben mindestens einen Punkt auf dieser Skala. Das heißt, mehr als die Hälfte haben aber auch ein erhöhtes Risiko all dieser Dinge, die ich gesagt habe. Ich finde das total tragisch. Also echt schlimm. Das ist echt eine Seuche. Und ja, die ist da. Jetzt habe ich noch eine Frage. Es gibt nämlich
ein Faktor da drauf, also meine, die Eltern haben sich scheiden lassen, das kann man ja irgendwie noch ganz gut vertragen. Also irgendwie kommt man da wahrscheinlich über die Runden. Wenn man jetzt aber einen ACE-Wert von 4 hat, also 4 dieser Sachen treffen auf einen zu, dann wird es natürlich weniger, man sind nur weniger Leute, die das haben. Und dann ist aber das, also das ist sozusagen so ein Wert, da gliedern die Untersucher die Zahlen gar nicht genauer weiter auf. 5, 6, 7, das ist so schlimm, da sagen sie, okay, 4 und mehr. Zum Beispiel das Risiko, sich selber umzubringen, ist 12-mal erhöht. Also das ist schon eine ziemlich dicke Packung, wenn man es 4 abkriegt. Was meinen Sie denn, wie viel haben das abgekriegt? 20%, sage ich euch jetzt hier. Noch eine andere Zahl? 10%? Wer bietet noch was anderes? Also mit 4, sind jetzt 4 von diesen Faktoren. Genau, man kann bis zu 10 Punkte kriegen. Ich habe es jetzt verkürzt dargestellt. Ja, bei den Misshandlungen und Misshandlungen gibt es halt sexuell, physisch, emotional. Also wird das ein bisschen aufgegliedert. Deswegen kriegt man dann 10 Punkte zusammen. Hängt ja auch oft zusammen. Ja gut, ich will es nicht so spannend machen. 12%, also ungefähr lagen sie schon richtig. Ja, und 12% ist halt wirklich eigentlich, das sind Leute, die haben richtig Belastungen mitbekommen. Das ist wie 20 Jahre Rauchen, sag ich mal. Ne? Also, ist ja auch schlimm. Aber Rauchen macht man eben auch häufiger, wenn man unter solchen Umständen groß werden musste. Gut. Also, ja, was lernen wir daraus für die Praxis? Das Erste natürlich, wenn Sie eine Anamnese machen oder wenn ein Mensch an Ihnen auch ohne Anamnese gegenübertritt, rechnen Sie einfach damit. Es ist häufig, es hat Auswirkungen und seien Sie einfach bewusst, dass das da ist, dass das eine Epidemie ist. So, das würde ich einfach, das wäre schön, wenn Sie das mitnehmen. Das Zweite ist, es kann ja gut sein, dass Sie auch betroffen sind. Wie gesagt, mehr als die Hälfte. Da, denke ich, haben Sie eine Chance im Beratergeschäft, nämlich, das ist ja Blei, das zieht einen runter, das belastet einen. Sie können aus diesem Blei Gold machen, wie die alten Alchemisten das immer machen wollten, und können versuchen, da rauszukommen. Und wenn Sie das schaffen, Wege da rauszufinden, dann kennen Sie aus erster Hand, wie es geht, sich aus Trauma zu heilen oder aus dysregulierten Zuständen zu heilen. Und das, denke ich, ist die beste Empfehlung als Therapeut. Das heißt, man kann das zu Gold machen. Ist natürlich verdammt harte Arbeit. Wir wissen heute auch immer noch nicht so ganz zuverlässig, wie das geht. Aber es gibt natürlich immer mehr Erkenntnisse. Von daher, ich glaube, das lohnt sich. Nicht nur, weil man dann besser als Therapeut ist, sondern natürlich auch fürs eigene Leben. Gut, das war die ACE-Studie. Nun sind das ja natürlich erstmal nur Zusammenhänge zwischen früher hat jemand behauptet, er hätte das erlebt und heute hat er das und das an Problemen. Und also Korrelationen über weite Zeiträume und Korrelationen sagen uns, wie Sie haben das vorhin gesagt, wir wissen nicht genau, wie kommt das eigentlich. Das ist ja ein sehr komplizierter Weg von einem kleinen Baby, das Gewalt im Haushalt erlebt, bis als 65-Jähriger chronisch obstruktive Bronchitis zu haben. Wie hängt das zusammen? Das ist schwer. Ich werde diese Frage auch nicht komplett erklären können, aber so ein paar Sachen wollte ich Ihnen sagen, die halt auf dem Weg eines kleinen Menschen bis zum großen problematischen Menschen wichtig sind. Da wollte ich Ihnen einige Sachen sagen. Und man braucht dafür halt eine Theorie, die einen die Daten einordnen lässt und die einen eine Blickrichtung gibt. Und da ist halt in den letzten Jahrzehnten die Bindungstheorie einfach eine sehr ordnende Theorie geworden, aus verschiedenen Gründen. Erstens hat sie in der Psychologie, also es ist eine psychologische Beschreibung, wie Kinder sich Eltern gegenüber verhalten, sozusagen die emotionale Wende eingeführt. Also Entwicklungspsychologie war vielleicht vor 30 Jahren Piaget, die beherrschende Figur, und er hat sich mit kognitiver Entwicklung beschäftigt. Das ist ja auch wichtig, aber die Bindungstheorie hat dafür gesorgt, dass man mehr auf die emotionale Entwicklung achtet, weil man gemerkt hat, dass die Menschen durch die Emotionen stärker gesteuert werden und dass die emotionale Entwicklung erst verstanden werden muss und die kognitive Entwicklung danach kommt. Das heißt, da gab es eine emotionale Wende, dafür hat die Bindungstheorie gesorgt und sie ist eben auch eine Theorie, die es leicht macht, biologische Erkenntnisse mit einzubauen. Die Neurobiologie ist ja auch sehr modisch und dafür eignet sich eben die Bindungstheorie, weil sie eben, ja, kann ich auch gar nicht genau erklären, wie das ist. Auf jeden Fall hat man unter der psychologischen Beschreibungsebene immer auch neurologische Beschreibungsebenen. Das werde ich jetzt auch hier
weiter durchführen. Und sie ist eine beziehungsorientierte Theorie. Sie guckt nicht nur auf das Kind alleine, sondern die Bindung besteht ja zwischen Mutter und Kind, zwischen Vater und Kind. Es ist eine Interaktion, kann man vielleicht auch sagen, ein Tanz. So wie man das auch ein bisschen gesehen hat, vielleicht bei dem Lehrer und den Schülern. Da passiert was zwischen Menschen. Und das bildet sich natürlich im Hirn ab, aber es ist nicht sozusagen eine Theorie, die einem nahelegt, in das Individuum reinzuschauen. Gut. Ich will Ihnen jetzt nicht Bindungstheorie nochmal neu erzählen, aber ein bisschen schon, aber auf meine Weise, weil ich möchte darauf auf bestimmte Dinge hinweisen, die einfach nochmal wichtig sind für das Folgende. Deswegen werde ich jetzt nochmal was wiederholen, was Sie vielleicht kennen oder auch nicht, aber auf meine Weise haben Sie es bestimmt noch nicht gehört. Und zwar haben wir hier eine Mutter, von mir mit der Maus gezeichnet, ich finde, dafür ist es ganz gut geworden. Die hat also jetzt ein Kind. Das ist die Welt. Und da habe ich jetzt einen Pfeil hingemalt. Diesen Pfeil habe ich gemalt. Das ist sozusagen in einem gewissen Hinsicht die vorbestimmte Lebensaufgabe des Menschen. Das klingt jetzt sehr anmaßend, aber ich erkläre, was ich meine. Unser evolutionärer Trumpf ist unsere Großhirnrinde. Diese Großhirnrinde ist in der Lage, die Welt zu verstehen. Ja, Wissenschaft, Forschung, was wir alles wissen. Sie kann also Modelle der Welt erzeugen, Repräsentationen der Welt und kann diese Repräsentationen der Welt auch ändern. Sie kann sagen, es gibt hier eine Welt, hier gibt es keine iPhones. Es muss aber iPhones geben, also machen wir welche. Ne, das ist die Fähigkeit, Repräsentationen der Welt zu haben und die zu verändern. Der Nachteil ist, dass man sozusagen nicht weiß, in welche Welt komme ich rein. Ist das eine Eiszeitwelt oder ist es eine iPhone-Welt? Deswegen muss man als Mensch diese Welt erst kennenlernen und braucht dafür erwachsene Artgenossen, die einem dabei helfen und die einen so lange schützen, bis man das selber auf die Reihe kriegt. Menschen werden ja zu früh geboren, sind sehr unreif, sind also wirklich sehr darauf angewiesen, dass sie einen regulierenden Erwachsenen haben, der körperlich reguliert, aber der sie auch anleitet, mit den Gefahren der Welt umzugehen. So, das ist mit diesem Pfeil gemeint. Bildet sich auch physiologisch ab. Ich mache das mal so. Wenn ich neugierig bin und hinaus in die Welt gehe, dann ist mein Explorationsverhaltenssystem aktiviert. Das will ich jetzt mit meinem linken Arm, weil die Welt links ist, symbolisieren. Und dann will ich lernen, dann will ich spielen. Dann will ich rauskriegen, was los ist, dann dann bin ich frustrationstolerant und unnachgiebig, ich will die Welt kennenlernen. Dann passieren aber in dieser Welt Dinge. Und die Welt kann auch mein eigener Körper sein, also ich kriege vielleicht Hunger, aber nehmen wir mal den klassischen Fall, da kommt eine fremde Person. Ich bin schon alt genug, um zu merken, das ist irgendwie komisch, die ist mir nicht vertraut, das ist mir unbehaglich, vielleicht nimmt die mich ja mit. Ich will meine Bindungsfigur nicht verlieren, um Gottes Willen. Das ist gefährlich. Dann geht das Bindungsverhaltenssystem an. Das ist die hinter Überlebenssicherung. Es geht also nicht einfach zum Spaß an, sondern ich muss schließlich, es geht hier um die Wurst, mein Leben retten. Es könnte sein, dass dieser Fremde eine Gefahr für mich bedeutet, mich von meiner Bindungsfigur trennt oder mich irgendwas mir tut. Deswegen Überlebenssicherung. Das schließt sich aus. Wenn meine Überlebenssicherung angeht, dann habe ich keine Lust mehr zu explorieren, dann will ich mich nur noch retten. Deswegen gibt es hier einen Antagonismus. Und da es ums Überleben geht, das ist jetzt der rote Pfeil, ist Stress angesagt. Stress ist eine Notfallreaktion des Körpers, wird von der rechten Hirnhälfte Stresshormone ausgeschüttet, meine Muskeln werden aktiviert, auf eine Leistung vorbereitet. Und dann will ich zurück zu meiner Bindungsfigur oder die Bindungsfigur soll gerufen werden. Das ist der Kreis. Jetzt hat die Bindungsfigur zwei Aufgaben. Die muss erstmal gucken, was ist denn der schwarze Pfeil gewesen? Was ist denn los gewesen? Wieso ist mein Kind jetzt aus diesem schönen Explorationsmodus raus und brüllt jetzt und hat Angst und schreit? Also eine diagnostische Aufgabe, was fehlt meinem Kind? Zweite Aufgabe, diesen Stress wieder runterregeln. Wenn man dauerhaft unter Stress steht, ist das nicht gut, weil es eine Notfallreaktion, die hält der Körper nicht lange durch.
Und die Hirnentwicklung leidet, wenn man die ganze Zeit in Stresshormonen schwimmt. Also es ist wirklich sehr gefährlich, die ganze Zeit unter Stress zu stehen. Außerdem ist es natürlich nicht schön. Also der Job der Mutter ist, das runterzuregeln. Wenn sie diese beiden Aufgaben gut macht, sie weiß, was das Problem war und löst das Problem. Das heißt, ich rede mal mit der Fremden, nehme mein Kind auf die andere Seite, dann kann sie sich hinter mir verstecken und dann kriegen wir das schon. Problem gelöst und dann wird sich mein Kind auch beruhigen. Da gibt es verschiedene Methoden. So, also Überlebensverhaltenssystem wird ausgeschaltet, alles geritzt. Dann wird die Mutter sehr schnell langweilig. Dann geht die Exploration wieder an und dann will das Kind wieder spielen. Und das ist der Kreis der Sicherheit. So funktioniert das, so ist sozusagen die Rolle der Bindungsfigur. Und unter solchen Bedingungen wird sich das Kind nicht so lange in diesen Zuständen aufhalten und sie werden relativ schnell beseitigt und sie werden vor allen Dingen vollständig beseitigt. Also es könnte ja auch ein Kind geben, wo die Mutter, also das ist dann, nimm an die Funktion des, der sicheren Basis, wo die Mutter irgendwie unglücklich guckt, weil sie irgendwie bedürftig ist, wenn das Kind hinaus in die Welt geht. Dann fängt das Kind an zu explorieren und dann hat es ein komisches Gefühl. Meine Mutter, das ist die rechte Hirnhälfte, man kann es gar nicht so richtig sagen, aber der Körper merkt, hier stimmt was nicht. Dann ist das bedrohlich. Weil wenn meine Bindungsfigur nicht sicher ist, dann kann ich auch nicht einfach explorieren. Das heißt, das Bindungssystem immer so ein bisschen an. Es ist nicht richtig dramatisch, aber es ist ein bisschen an. Dann kann ich auch nicht richtig explorieren. Das bremst. Das wäre so ein Modell. Also dieses, dass das vollständig erledigt ist mit der Bedrohung, ist auch wichtig. Gut. Jetzt ist ja frühe Bindungsentwicklung ist ja im ersten Lebensjahr, im zweiten Lebensjahr. Und jetzt weiß man neurologisch wieder, auch seit ungefähr der Jahrtausendwende, dass da im Gehirn eine Menge passiert. Ach, ich wollte Sie eigentlich fragen, wie viele Synapsen pro Sekunde gebildet werden. Jetzt steht es da schon. Also vom letzten Trimester der Schwangerschaft bis zum Ende des zweiten Lebensjahres wird das Gewicht um mehr als doppelt so schwer. Das ist nicht dadurch, dass es so viele neue Nervenzellen gibt, sondern die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, die Synapsen, die Dendriten, die wachsen unheimlich. Es bilden sich 1,8 Millionen Synapsen pro Sekunde über die ganzen 2 Jahre. Ich finde das eine absolut unvorstellbare Zahl. Das ist ja noch schlimmer als mit den Staatsschulden. Da sind auch immer so große Zahlen im Spiel. Und es funktioniert im Sinne der Überlebenssicherung zuerst das limbische System, und zwar mehr auf der rechten Seite. Und die Sprachzentren im rechten Kortex. Das ist falsch. Linker Kortex natürlich. Das habe ich, ist ein Fehler. Die Arbeit ist im dritten Lebensjahr gut. Das heißt, die Bindungsentwicklung in den ersten 2 Jahren ist ganz wesentlich durch die rechte Hirnhälfte gesteuert. Es scheint so zu sein, dass sozusagen evolutionär erstmal ein System fit gemacht wird, das auch näher mit dem Körper verbunden ist. Und wenn das gut eingeregelt ist, dann können wir uns um diese unwichtigeren Dinge wie Nachdenken und Sprechen kümmern. Also, ja, so scheint es zu sein. Gut, das machen wir nachher. Sie kriegen das ja alles, von daher ist das schon drin. Ja, wenn jetzt Kinder eine sichere Bindung erleben, also das Glück haben, dass eine Mutter das ausreichend gut macht, ich kann das einfach so vorlesen, dann ja, Stresssystem wird gehemmt, das hatte ich ja gerade erzählt. Und auf lange Sicht kann diese Stressdämpfung das Kind dann selbst übernehmen. Ich habe hier geschrieben, aus Koregulation mit der Mutter zusammen gibt es dann später eine Selbstregulation. Das hat jetzt der Professor Gallwitz auch schon erklärt, nur halt sehr schnell. Ich kann es auch in dem Detail nicht wiedergeben, aber es gibt tatsächlich eben zum Beispiel diesen orbitofrontalen Kortex, der ist hier hinter der Rundung, das ist ja ein Orbit, hinter der Rundung über der Nase sind die Spitzen der Großhirnrinden. Und das ist der orbitofrontale Kortex, auch Präfrontalkortex manchmal genannt, falls Sie das mal gehört haben. Und da ist tatsächlich sowas drin wie Moral. Wir hatten ja diesen Mann mit dem Stahlstab dadurch. Der hat genau durch den Präfrontalkortex den Schaden bekommen. Und dann hat man keine Prinzipien mehr. Dann benimmt man sich wirklich ja, wie ein Arschloch. Ne? Und wir versuchen ja auch nach Prinzipien, Anstand und sowas. Das wird, wenn wir das tun, uns nach solchen Prinzipien zu organisieren, dann ist der Präfrontalkortex ganz aktiv. Und das ist eine Entwicklung, die aber erst sehr spät erfolgt. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, das Gehirn
hat er zunächst keine Myelinscheiden um die Nerven und bis so zum 22., 25. Lebensjahr werden die letzten Bereiche des Gehirns mit so einer Fettschicht umwandelt und dann leiten die Nerven schneller. Und der Präfrontalkortex ist die letzte Region, die diese Myelinisierung erfährt. Und daher ist das sozusagen die Krone unserer Entscheidungsfähigkeit. Und es ist halt leider so, dass wenn man sehr viel Stress erlebt, dass die Verbindungen vom Präfrontalkortex zum limbischen System, wo diese ganze Erregung gesteuert wird, dass die dann sich nicht gut ausbilden oder dass sie im Ernstfall dann im Stress abgeschaltet werden, sodass dann der Präfrontalkortex keinen Einfluss mehr hat und man sich dann im Stressfalle bösartig benehmen kann. Und wenn man dann darüber spricht, in aller Ruhe, man komplett bestürzt ist darüber, was man da getan hat. Ja. Gut, also das ist sozusagen die Idee. Die Bindungsfigur ist zunächst ganz wichtig, um koregulativ da zu sein. Und später kann das Hirn das dann selbst, wenn es genug Regulation erlebt hat. Jetzt gibt es aber bei Menschen auch noch ein Belohnungssystem. Also, worauf habe ich Lust? Was reizt mich, wo ich denke, ja, das mache ich? Dann wird Dopamin ausgeschüttet. Das sind unterschiedliche Dinge. Wir haben ja auf unterschiedliche Dinge Lust. Die manchen mögen mehr Autorennen und die manchen mögen mehr Reiten. Und das muss sich irgendwie entwickeln. Es ist auch so, manche Menschen mögen es ja, wenn andere leiden. Also Sadisten. Da ist dann irgendwas schiefgegangen mit dem Belohnungssystem. Ich bringe das Beispiel nur, um deutlich zu machen, dass das Belohnungssystem sozusagen eingepegelt werden muss. Und die Bindungserfahrung macht eben das Einpegeln des Belohnungssystems, sodass Opioide ausgeschüttet werden, wenn ich mit Menschen zusammen bin, dass Oxytocin ausgeschüttet werden, was mich so ruhig macht, dass Stress runtergeregelt wird, wenn ich mit Menschen zusammen bin. Das alles passiert, wenn ich eine gute Bindungserfahrung mache. Und dann finde ich es angenehm, mit Menschen zusammen zu sein. Finde ich es angenehm, vielleicht auch Menschen zu brauchen, um Hilfe zu fragen, weil das immer eine gute Erfahrung gewesen ist. Wenn das natürlich schief geht, dann kann eben sein, dass das Belohnungssystem dann verstellt ist und ich Lust an Dingen habe, die wir vielleicht befremdlich finden. Gut, das war jetzt ein bisschen die Theorie. Wieder eine kleine Idee an die Praxis. Jedenfalls bei mir kommen manchmal Kinder aus sehr chaotischen Verhältnissen und da ist es oft so, dass die halt hier mit dem Bindungssystem an, zu mir kommen und gar nicht so richtig explorieren wollen. Die wollen auch gar nicht lernen, das ist viel zu gefährlich. Die wollen erstmal nur gucken, tut der mir was? Ist das gefährlich? Das heißt, in mir suchen die Jungs manchmal eine Bindungsfigur, die sie beruhigt. Zu Hause erleben sie das nicht und nicht, dass sie das bewusst machen, aber sie sind halt aufgeregt und das ist möglicherweise gefährlich und ich werde dann eigentlich als Bindungsfigur gesehen. Vielleicht ist das bei Ihnen ja auch schon mal so. Wäre mal einfach eine Frage, die ich mitgeben möchte, wenn Sie Ihre Klienten durchgehen. Sie kommen ja doch in sehr aufgeregten Zuständen manchmal und sehr belasteten Zuständen. Dann haben Sie vielleicht die Funktion einer Bindungsfigur. Ist ja vielleicht nicht nur angenehm, der Gedanke. Könnte ja auch Abwehr auslösen. Ist das vielleicht zu viel? Ich will es nicht diskutieren, wollte es einfach nur mal auch sagen. Okay. Gut. Jetzt habe ich ja beim Kreis der Sicherheit erstmal von der Lebensbedrohlichkeit gesprochen, wenn die Bindungsfigur verloren geht, wenn irgendein Problem entsteht, das ich nicht regeln kann. Überlegen. Es gibt jetzt ein Stichwort, das nenne ich, sage ich mal, Prosodie. Und zwar ist diese Seite. Was machen die Kinder denn, wenn das mit dem Bindungsverhaltenssystem erledigt ist und sie im Explorationsverhaltenssystem sind? Was lernen die denn so? Und da ist es halt so, wir sind in Gruppen evoluiert. Das heißt, wir konnten es lange Zeit unserer Stammesgeschichte nicht erlauben, mit der Gruppe nicht auszukommen. Bedeutet, die
Das Auskommen, das Verhandeln, das Beziehungen gestalten mit anderen ist eine sehr vorrangige Aufgabe, die das Gehirn sehr früh angeht. Und da kommt jetzt der Stephen Porges rein mit der Polyvagaltheorie. Das ist ein Neurologe, der hat sich mit dem Vagus beschäftigt. Und Vagus ist ein Hirnnerv, ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ich habe den als Jugendlicher mal, ist der mir mal begegnet, weil meine Tante hatte zu hohe Magensäureproduktion. Und dann haben die Ärzte überlegt, ob sie den Vagus durchtrennen, damit das irgendwie besser wird. Ich weiß nicht, ob man das heute noch macht, aber das war mein erstes Mal, dass ich gedacht habe, Vagus, okay. Das heißt, es gibt einen Ast des Vagus, der regelt die inneren Organe, unter anderem Magen, Darm, damit hat er zu tun. Stephen Porges hat herausgefunden, der macht noch mehr. Es gibt noch sowas wie so einen Notausschalter, diese roten Dinger auf gelbem Grund, aus. Das ist so ein Überbleibsel vom Todstellreflex. Das haben zum Beispiel Soldaten, die sehr hohen Stress haben, die sich dann in die Hose machen. Wenn man die Kontrolle über den Darm verliert, das ist eine sehr starke Reaktion des Körpers, wenn man dann einfach entspannt und schlafft und nicht mehr kann. Das ist wie so ein Todstellreflex. Ist auch sehr stark manchmal und da sind schon Leute dran gestorben. Und es gibt einen dritten Ast und das ist jetzt das Spannende eigentlich, den hat der Porges rausgefunden, das ist der sogenannte soziale Vagus. Vorderer Ast, der innerviert hier den Kehlkopf, die Gesichtsmuskeln und aber auch die Gehörknöchelchen. Und es ist so, wenn wir Stimmen zuhören, also dann sind die Variationen in der Stimme relativ hohe Töne. Das nennt man Prosodie, ein Wort, was ich auch erst seit einem Jahr kenne. Also wenn ich jetzt so monoton spreche, dann ist das irgendwie erstmal interessant und dann irgendwann ist es langweilig. So. Oder ich rede ganz aufgeregt und mache kurze Atemzüge. Also das, die rechte Gehirnhälfte checkt das sofort und das macht sie unruhig. Das macht mich auch unruhig und das macht sie unruhig. Also das ist die Prosodie, wie man mit seiner Stimme arbeitet. Und um diese Nachrichten gut auffangen zu können, müssen die Gehörknöchelchen angespannt sein. Die können nämlich entspannt oder angespannt sein. Und dieser soziale Vagus, der spannt die an. Und er spannt die aber nur an, wenn er feststellt, kein Stress im Körper. Ich muss hier nicht um mein Überleben kämpfen. Wenn er um sein Überleben Bedenken hat, dann geht der soziale Vagus aus und die Gehörknöchelchen entspannen sich. Und dann kann ich besser Bassfrequenzen wahrnehmen, die zum Beispiel entstehen, wenn ein großes Raubtier sich anschleicht. Das heißt, eine überlebenssichernde Maßnahme. Das hat er herausgefunden, dass dieser Vagus das halt macht. Also ich habe das einfach als Beispiel mal mitgebracht, wie das physiologisch tatsächlich sich abbildet. Explorationsverhaltenssystem, Bindungsverhaltenssystem, klingt so abstrakt. Aber hier sieht man ganz deutlich, wenn jemand im Stress ist, dann kann er die Stimmhöhe nicht so richtig modulieren, das Gesicht wird ein bisschen versteinert, dann ist man nicht bereit, Stimmhöhe zu lernen. Dann guckt man einfach nur, wie man klarkommt. Es gibt auch Versuche mit Autisten, wo man denen beigebracht hat, hohe Töne per Neurofeedback zu unterscheiden. Dann wurde deren autistisches Verhalten tatsächlich besser. Also ich kenne mich da nicht sehr gut aus, aber ich wollte das einfach sagen als Beispiel dafür, wie stark man heute durch die neurologischen Erkenntnisse auch dazu kommt, Interventionen zu machen und bei Krankheitsbildern, wo man nie auf sowas kommen würde. Ich wollte Ihnen jetzt zeigen ein Beispiel, 2 Minuten Video, wo eine Mutter mit einem Baby die Stimmmelodie übt. Und da ist das Kind also in einem stressfreien Zustand. Das heißt aber nicht, dass es sich nicht anstrengt. Es ist sehr angestrengt dabei, es ist sehr schwierig, es müht sich richtig ab. Und gucken Sie mal, wie das aussieht. Das ist ein Lautsprecher. Sai do boteco, pai. Vem falar com o bebê. Ai, ai, ai. Cadê o papai seu? Cadê? Cadê o papai seu? Cadê? Vem conversar com o bebê, papai. Vem.
Como é? Cadê papai? Vem, papai! Vem falar com o bebê! Vem! Senão eu choro, papai! Senão eu choro, papai! Ja, ja. Ja, sagen Sie mal was dazu. Ist süß, ne? Wie das sich anstrengt, das Kind, ne? Wie es Mühe hat. Also, das ist wie wenn Kinder greifen lernen. Das ist richtig Arbeit. Und doch so wichtig, weil wenn ich meine Prosodie nur leicht ändere, das macht sofort was aus. Wenn ich ein bisschen schneller, ein bisschen unter Druck mehr, also das ist jetzt grob, ne? Aber es macht total viel aus und deswegen muss man das so ganz viel üben. Es muss ganz viel geübt werden. Deswegen ist es so wichtig, ganz viel Zeit in diesen Zustand zu bringen, weil diese Milliarden von Nervenverbindungen, die müssen alle eingeregelt werden, alle eingepegelt. Das dauert richtig Zeit. Da braucht man tausende Wiederholungen. Und die machen ja die ganze Zeit, bis es nicht mehr kann, das Kind. Ne? Also, das ist mir so wichtig, dass sie merken, wie fein diese Dinge ablaufen, dass das alles eingepegelt, eingeregelt werden muss. Und darauf kann man dann vielleicht zurückgreifen, wenn man eben in der Therapie versucht, Dinge zu regeln, die total dysreguliert sind. Gut, wie geht's denn jetzt weiter? Ich bin immer ganz gespannt. Ah ja. Ha. Gut, das können Sie nachher lesen. Quelle. Und jetzt habe ich noch Turn-Taking. Das ist noch so ein Stichwort. Turn-Taking muss man auch lernen. Also, Turn-Taking. Turn-Taking ist der Wechsel zwischen ich bin dran und ich warte. Das ist ja beim Vortragenden so eine Sache, ne? Der redet die ganze Zeit. Aber das ist wichtig, Turn-Taking. Man muss ein bisschen gucken, was kommt denn da zurück? Und das ist auch wieder was, was ganz fein eingeregelt werden muss. Wenn man das nicht gut macht, also wenn sie jemand unterbricht und er weiß, was er tut und hat einen Grund, sind sie ihm nicht so böse, als wenn sie jemand unterbricht und sie merken, der merkt gar nicht, was er gemacht hat. Der kriegt das nicht mit. Das ist irgendwie doof. Ne? Sozial dumm irgendwie. Es führt sehr schnell dazu, dass man aus einer Gruppe rausfliegt, dass man nicht so beliebt ist, dass man nicht eingeladen wird. Das ist eine wichtige Sache, ob man das feinfühlig hinkriegt oder nicht. Wo lernen das Kinder? Natürlich im Explorationsverhalten. Wenn das Bindungsverhaltenssystem zufrieden ist. Ja, also es ist ähnlich wie bei der Prosodie, eine Sache, die man fein regelt, muss geübt werden. Da wollte ich Ihnen jetzt auch noch einen Film zu zeigen, auch 2 Minuten. Und zwar sehen Sie noch nicht ganz 2-jährige Zwillinge, die unterhalten sich. Ich weiß nicht genau, worüber die Unterhaltung geht, sprechen jetzt nicht meine Sprache. Vermutlich hat es damit zu tun, dass der eine Zwilling nur einen Strumpf anhat. Aber das ist nur meine Fantasie, vielleicht ist das was anderes. Sie werden auch merken, diese Zwillinge haben Eltern und kopieren diese Eltern. Und es ist zunächst so, der erste Zwilling versucht ein Gespräch anzufangen, der zweite lacht sich kaputt, weil er das irgendwie von seinem Bruder nicht kennt. Wieso redet er so? Und nach einer Weile hat das der erste Bruder aber geschafft und er fängt an und beteiligt sich an diesem Gespräch. Also, worauf Sie achten sollen, ist einfach dieses Turn-Taking, wie das funktioniert, dass das 1,5-jährige Kinder schon ganz gut drauf haben.
Gut, jetzt fehlt mir der Mann. Okay. Ich muss mal gleich wieder Licht machen, dann geht das. Was ist los? Ja, ging auch so, glaube ich, ne? Ja, ich muss immer mein Headset hergeben. Ja, sagen Sie mal, was haben Sie gesehen? Ja, ich meine, es ist wie wenn Erwachsene mit Kindern reden, aber ohne Ton halt. Also es ist irgendwie, ich fand das so klasse, weil das so raus isoliert, genau dieses Turn-Taking, aber auch die Prosodie vielleicht. Das war ja ganz typisch Erwachsenenreden, was die einfach kopieren. Was die kopieren können. Ja, noch Reaktionen darauf. Ja, lebhafte Familie, würde ich sagen. Ja, ne? Die drücken sich aus, ne? Ja. Ja, ne, erstaunlich. Wie viel Geduld der erste Bruder hat, ne? Ja, ja, ja. Also, bin ich auch ganz beeindruckt. Das stimmt, gut beobachtet, ja. Die lassen sich ausreden. Aber der eine redet auch immer nur so schön kurz. Ja? Es ist ja wirklich einfach nett, ja? Ja, feines Einregulieren. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, aber es sind natürlich noch ganz viele andere Sachen, die Kinder so lernen. Die kann man gar nicht. Wie gesagt, rechte Hirnhälfte macht das einfach automatisch, unbewusst. Ob wir das wollen oder nicht, ob wir das mitkriegen oder nicht. Aber die macht unheimlich viel. Da geht richtig was ab. So, jetzt wieder zurück zur Bindung. Wenn also Mütter das gut machen, ausreichend gut machen. Den schwarzen Pfeil, Eltern. Gefahr, ja, gut. Eltern, genau. Oder Großeltern, ne? Also primäre Bindungsfiguren. Dann, also das ist jetzt aus einer Längsschnittstudie, Minnesota Längsschnittstudie. Da hat man belastete Familien, nicht Hochrisikofamilien, aber schon schwierige Familien über 20 Jahre und länger beobachtet. Und hat geguckt, wie sind die jungen Mütter oder die jungen Frauen, sind dann schwanger geworden und jetzt sind die Kinder, die beobachtet worden sind, selbst schon Eltern.
Und deswegen hat man sehr viele Daten über diese Familien, auch über die Kinder, wie sie sich entwickelt haben. Man hat da immer auch Ferienlager gemacht und hat dann Speichelproben genommen von den Kindern, um zu wissen, wie hoch ist der Hormon, wie hoch sind die Hormonspiegel, kann man im Speichel so sehen. Also ziemlich gut überlegt, wie sie das machen. Das ist ja jetzt schon 30 Jahre her, als sie angefangen haben, diese Studie zu machen, was sie da eigentlich erheben wollen. Und dabei sind halt rausgekommen diese Dinge. Kinder, die sicher gebunden eingeschätzt worden sind, also im Alter von einem Jahr, gibt es diesen Ainsworth-Bindungstest, wie heißt das, Strange Situation, fremde Situation. Die wurden als sicher gebunden eingeschätzt und diese Kinder waren selbstständiger, brauchten Betreuer und Lehrer weniger. Warum? Ja, die hatten halt mehr Kompetenz, Probleme zu lösen, konnten sich selber besser beruhigen, waren irgendwie selbstständiger. Thema Emotionsregulation, sie waren selbstsicherer, hatten ein höheres Selbstwertgefühl, bessere Selbstkontrolle, höhere Frustrationstoleranz, waren weniger ängstlich. Klar, wenn ich die Erfahrung mache, wenn es ein Problem gibt, hilft mir ein Erwachsener, der hilft mir kompetent, kann ich auch mehr riskieren. Und ich habe schon mehr Lösungen gesehen und mehr Lösungen erlebt, dass das ist vorgebahnt und dann kann ich das auch eher hinkriegen. Deswegen bin ich natürlich auch kontrollierter und bei Frustration kippe ich nicht direkt aus dem Latschen. Bei der sozialen Kompetenz ganz klar, ganz ähnlich. Bei Konflikten größere Flexibilität, also größeres Repertoire, weniger schnell überfordert. In sozialen Situationen wurden die erst besonders angemessen eingeschätzt. Also da ist sowas wie Turn-Taking oder Prosodie natürlich spielt da eine Rolle. Die hatten das einfach feiner eingeregelt. Sie waren beliebt und freudiger, das heißt, sie lächelten mehr. Wahrscheinlich ging es denen auch besser. Hatten mehr und innigere Freunde und eine größere Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle zu erkennen. Also die Empathiemeister, was ja auch eine wichtige soziale Fähigkeit ist. Auch bei der intellektuellen Leistung, man hat jetzt nicht Intelligenztests gemacht, aber die hatten längere Aufmerksamkeitsspanne, die sicher gebundenen Kinder, wurden als neugierig und wissbegierig beschrieben. Wir sind beim Explorationsverhaltenssystem, das ist einfach mehr an. Sie hatten mehr Fantasien, konnten flexibler auf neue, veränderte Situationen reagieren. Also wenn was Neues da ist, erschreckt mich das nicht zuerst. Wir hatten das ja auch beim Professor Geilwitz, dass diese gefährlichen Menschen sehr schnell ängstlich sind, dass das Angstsystem übererregt ist. Das war hier nicht. Das Angstsystem war ganz gut eingepegelt. Es reagiert, wenn es nötig. Aber wenn es nicht nötig ist, kann man ja neue Situationen erstmal gucken, was ist denn hier? So. Und beim Stresssystem gab es auch zwei Sachen, die mir hervorhebenswert erschienen. Wenn eine stressige Situation eintritt, meinetwegen, Sie werden mit einem Fremden allein im Raum zurückgelassen, dann steigen die Stresshormone im Blut. Und wenn man nach 2 Stunden nachguckt, war der Abfall, also nachdem das wieder aufgelöst worden war, die Situation, war der Abfall der Stresshormone schneller als bei unsicher gebundenen Kindern. Und wenn ein Schicksalsschlag eintrat, wie zum Beispiel der Vater stirbt, nicht, dass wir noch einschlafen. Also der Vater stirbt, das ist natürlich eine Riesenbelastung für jedes Kind. Meinetwegen hat das Kind Symptome, vielleicht wechselt es auch die Bindungsorganisation, es wird vielleicht als unsicher eingeschätzt dann. Und man guckt 2 Jahre später danach, dann haben die sicher gebundenen Kinder, die ursprünglich sicher gebundenen Kinder, schneller diese oder überhaupt mehr diese Belastungen überwunden, haben weniger Symptome. Das meint man mit resilienter gegen Schicksalsschläge. Also die haben irgendwie die Fähigkeit, mehr Fähigkeiten mit diesen Belastungen die zu verdauen und darüber hinwegzukommen als unsicher gebundene Kinder. Ja. Jetzt habe ich ja das Problematische erstmal nur gestreift. Das ist ja praktisch, wie es gesund funktioniert. Das ist so, wie es läuft, wie es gut ist. Wir hatten ja auch zwei Beispiele gesehen, da läuft es gut. Wir haben vielleicht uns schon gedacht, es kann ja auch schief laufen. Das heißt, wir haben vielleicht eine Mutter, die ist nicht so kompetent in der Diagnostik des schwarzen Pfeiles. Gibt es ja. Die merkt vielleicht nicht, mein Kind hat ein Problem, kriegt das nicht so mit. Vielleicht, warum auch immer. Also sagen wir, dass man sozusagen ein Defizit bei der Mutter feststellt oder bei der Bindungsfigur, um neutraler zu formulieren.
Oder die Mutter ist nicht so kompetent in der Lösung des Problems. Nehmen wir mal zum Beispiel an, Kriegssituation. Ja, das wäre jetzt frech zu sagen, die Mutter ist nicht kompetent. Das kann man nicht ändern als Einzelfigur. Dann ist natürlich ein Problem. Wenn die Gefahrenquelle nicht beseitigt wird, klar, sammelt sich dann Stress an. Da kann die Mutter ja gar nichts dafür. Aber das kann man überlegen. Also da gibt es sozusagen ein Defizit in der Lösung des Problems. Und dann gibt es vielleicht auch Mütter, die können nicht so gut beruhigen. Warum auch immer. Die brechen vielleicht zu schnell ab mit der Beruhigung. Dann ist das Bindungssystem noch nicht ganz runtergefahren und so. Das wären jetzt Defizite in den Müttern oder in den Bindungsfiguren. Und es gibt aber leider auch die traurige Situation, wo der schwarze Pfeil die Mutter ist oder der Vater. Und da sind wir jetzt wieder bei der ACE-Studie. Und da entsteht eine schwierige Situation. Ich versuche das mal vorzumachen. Stell mir vor, ich bin ein 2-jähriger Junge. Mein Explorationssystem ist an und es ist Sommer. Ich sitze in der Küche. Ist so schön kühl, der Boden. Und da gibt es auch so einen Schrank, da kommt so Kälte raus. Das hat mich schon immer interessiert. Mache ich diesen Schrank auf. In der Tür sind so braune, rundliche Dinger. Die sind so schön hart. So. Wenn man die auf den Boden tockt, dann werden die plötzlich ganz anders. So spitz und dann wird es so glibberig. Aber das ist aber spannend. Noch ein Ei rausnehmen, baff, wieder. Oh, und dann gibt es da so gelbe Flecken und das ist aber spannend. Also ich bin komplett am Explorieren, wunderbar. Geht die Tür auf, Mutter kommt rein, Mutter hat einen Putzfimmel. Mutter ist traumatisiert, Mutter rastet aus. Ja, versteht das Kind nicht, ja gut, oder jede normale Frau, aber in dem Fall ist es jetzt meine Mutter. Ja, die kommt damit nicht klar, rastet aus. Ich meine, Ei von Fliesen aufwischen, ja, ist doch kein Problem. Aber es ist ein Problem für diese Mutter. Sie rastet aus, schreit das Kind, schüttelt es, schlägt es vielleicht, weil sie außer sich ist. Im Moment, wo ihre Impulse durchbrennen, muss gar nicht sein, dass sie sonst eine schlechte Mutter ist, aber in dem Fall macht sie das sehr schlecht. So, jetzt hat das Kind natürlich, da ist eine Mutter, die ist dreimal so groß, die ist zweimal so schwer oder andersrum. Das Kind hat natürlich sofort Stress. Exploration, Eier, völlig uninteressant. Rette mich. Meine Mutter muss mich retten, meine Bindungsfigur. Um Gottes Willen, ich muss zu meiner Mutter. Oh, da gab es ein Problem. Die ist das Problem. Oh, bloß weg von meiner Bindungsfigur. Weg, ich will nie wieder was davon hören, ich laufe weg. Oh, ohne meine Bindungsfigur? Oh, geht gar nicht. Also wieder zu meiner Mutter. Also es ist ein unlösbares Problem. In der Bindungsforschung wird das auch Fright without solution genannt. Ich habe also Todesfurcht und es gibt keine Lösung. Weil die Figur, zu der ich fliehen muss, ist die Gefahrenquelle. Und das ist halt dann besonders schädlich. Und also die Lösung, die Kinder dann wählen, ist eine Art der Dissoziation. Ich kann meine Mutter als Bindungsfigur nicht aufgeben. Das heißt, ich werde an ihr festhalten. Ich muss also ein Problem, eine Lösung dafür finden, dass sie gefährlich ist. Ich blende das einfach aus. Ich nehme einen Teil meiner Mutter, den nehme ich einfach nicht wahr. Also mein Körper reagiert natürlich, meine rechte Hirnhälfte wertet es aus. Aber bewusst sage ich, nee, das ist meine gute Butter, das ist meine sichere und die Gefahr blende ich aus. Obwohl die Aufgabe bestehen bleibt, mit der Gefahr zu tanzen und umzugehen. Ich muss das irgendwie lösen. Aber ich kann es mir nicht bewusst eingestehen, weil wenn ich mir bewusst eingestehe, meine Mutter ist lebensgefährlich, wie soll ich dann weiterleben? Das geht nicht. Da sind wir biologisch für programmiert, dass das nicht funktioniert, dass wir das nicht machen. Und dann entstehen halt Dissoziationen. Ich übe, die Welt zu teilen, in Gut und Böse. Es erlaubt, nehme ich wahr und nehme ich nicht wahr. Und diese Übung ist halt ein Psychopathologietraining. So. Dann möchte ich jetzt Ihnen eine Geschichte erzählen von einer Frau, die sowas erlebt hat, in einer bisschen anderen Form. Das ist eine Psychologieprofessorin in Oregon, in den USA, Jennifer Freight. Und die hat Psychologie studiert, hat sich mit Gedächtnisforschung beschäftigt und dann hat sie psychische Probleme bekommen und ist dann in Psychotherapie gegangen. Dann hat sie festgestellt, dass sie sich an Dinge erinnert, an die sie sich gar nicht erinnern will, nämlich, dass ihr Vater sie, ihr leiblicher Vater, sie sexuell missbraucht hat über Jahre. Das hat sie dann
zu ihrem Forschungsschwerpunkt gemacht und gesagt, damit beschäftige ich mich. Wie konnte ich das vergessen? Etwas so Wichtiges, etwas so Einschneidendes, wie konnte ich das vergessen? Und hat dann weiter erforscht, was da passiert. Das Problem, was entstanden ist, als sie ihren Vater damit konfrontiert hat, hat er abgestritten, dass das hier passiert ist und hat eine Fachgesellschaft gegründet für Leute, die des sexuellen Missbrauchs bezichtigt werden, aber die Beschuldiger hätten das von ihren Therapeuten eingeredet bekommen. Das nennt sich die False Memory Association. Genau. Der Vater war Mathematikprofessor, hatte also einige Kompetenzen und hat also wirklich dann einen Krieg gegen die Tochter angefangen, wollte verhindern, dass sie Psychologieprofessorin wird, hat es nicht geschafft. Und es sieht sehr danach aus, als hätte dieser Mann seine Täterschaft zudecken wollen. Ich weiß ja nicht, was bei ihm abgegangen ist. Jedenfalls hat Jennifer Freid einen Verrat erlebt. Also Verrat würde ich mal definieren als berechtigte Schutzerwartung, die nicht erfüllt wird. Und an seinen Vater hat man natürlich eine Erwartung, dass er einen schützt. Und diese ist nicht nur nicht eingetreten, sondern eben verraten worden, hat genau das Gegenteil davon gemacht. Er hat sie für seine Bedürfnisse missbraucht und hat dann auch einen Krieg gegen sie angefangen. Es gab auch eine riesen wissenschaftliche Debatte über diese False Memory Sache und ich weiß nicht, ob man das in einem Satz zusammenfassen kann, aber meistens stimmt es schon, wenn die Klienten sich daran erinnern. Es gibt wohl Ausnahmefälle, aber in der Regel stimmt das schon. Es ist durchaus häufig, dass man solche dramatischen Ereignisse komplett vergisst und sie danach wieder erinnert. Und die Forschung von Jennifer Freid hat eben dazu beigetragen, dass man das heute versteht. Ich erzähle auch deswegen von ihr, weil ich habe die Erfahrung gemacht, so viele kennen die gar nicht. Ich finde aber die Forschung, die sie gemacht hat, sehr hilfreich und sehr wichtig, um zu verstehen, wie Menschen ihre Wahrnehmungen und ihre Psyche verstellen und verändern, wenn sie in solchen extremen Situationen sind, wie ich das gerade mit dem Jungen, der in der Küche mit Eiern spielt, erzählt habe. Und zwar hat sie zur Traumaforschung eine Dimension hinzugefügt. Früher hat man zunächst erstmal diese waagerechte Achse beachtet. Heute ist auch immer noch posttraumatische Belastungsstörung dadurch definiert, dass man lebensgefährliche Situationen erlebt hat oder dass man dabei war, wenn jemand lebensgefährlich bedroht war. Also da geht es um dieses Terror-Fear-Inducing. Wenn man also sehr starken Stress, sehr starke Belastungen, wie zum Beispiel durch Lebensgefahr, erlebt hat, dann hat man so für sich vorgestellt, dann ist der Körper so durcheinander, dass eben posttraumatische Belastungsstörungen entstehen können. Und Jennifer Freid hat jetzt gesagt, es gibt ja auch wenig angsterzeugende Ereignisse, wie zum Beispiel manche sexuellen Missbrauchssituationen. Da geht es nicht um Lebensgefahr und trotzdem passieren Dinge, die total widrig sind. Und das merken Kinder auch, dass hier irgendwas ganz schief läuft. Und das hat eben auch starke psychische Folgen. Und das wird nicht richtig abgebildet, wenn man nur danach geht, wie stark hat jemand Angst gehabt. Weil sexuelle Missbrauchsopfer müssen gar nicht unbedingt Angst gehabt haben, in diesem Todesangst-Sinne. Und deswegen hat sie diese lotrechte, also wie sagt man denn dazu? Vertikal. Diese vertikale Achse mit eingeführt. Wie viel Verrat ist in einer Szene enthalten? Und natürlich ist im sexuellen Missbrauch sehr viel Verrat enthalten. Und man kann beides kombinieren, wie zum Beispiel bei sadistischem Missbrauch oder rituellem Missbrauch, wo halt gezielt geschädigt wird und man auch sehr große Angst haben muss, wenn man zum Beispiel anwesend ist, wenn Babys umgebracht werden und man ist vielleicht der Nächste, der ein Baby umbringen muss. Das sind natürlich absolut zerstörerische Erfahrungen, die es leider gibt. Und da kommt beides zusammen. Aber man kann eben auch gucken, bei Naturereignissen gibt es wenig Verratselemente. Man kann vielleicht sagen, die Regierung hat den Damm nicht hochgebaut oder irgend sowas, aber normalerweise sagt man erstmal, okay, das ist halt Natur, passiert. Und tatsächlich ist die Beobachtung so, zum Beispiel bei den Zugunglücksopfern von Eschede, glaube ich, dass eine relativ geringe Anzahl von Leuten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung ein Jahr später noch zurückgeblieben sind. Dagegen ist es halt bei sexuellem Missbrauch durchaus eine höhere Zahl. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo hängt das zusammen? Und das ist halt Jennifer Freids Beitrag, dass man sagt, die Verratskomponente ist entscheidend zu beachten. Und dann hat sie Forschungen gemacht. Und zwar je höher die Verratskomponente in einem Trauma ist,
haben wir es hier, desto höher war eben auch das Risiko, dass jemand eine Angststörung bekommen hat, eine Depression oder dissoziative Symptome. Und das ist jetzt mein wichtiger Punkt. Man übt wirklich das Trennen von bösen und guten Anteilen und muss einen anderen Anteil abspalten. Es gibt Vermutungen, dass das sogar einen evolutionären Hintergrund hat, aber gut. Ja, weil es eben nötig ist, wir müssen unsere Bindungsfigur unbedingt erhalten. Ohne die kommen wir nicht klar. Und deswegen müssen wir irgendwelche Preise zahlen. Und es ist natürlich, man darf sich ja nicht einreden, dass in den letzten 2 Millionen Jahren irgendwie das Trauma erst später erfunden worden ist. Sondern das ist natürlich auch vor 2 Millionen Jahren so gewesen, dass Eltern sehr gefährlich waren für ihre Kinder. Und nur die Kinder, die schlau genug waren, eine Lösung dafür zu finden, und so komisch die auch immer ausgesehen haben mag, die gibt es noch. Die Kinder, die keine Lösung gefunden haben, die gibt es nicht mehr. Die haben ihre Gene nicht weitergegeben. Und ja, deswegen ist das mit der Dissoziation, die ist halt, macht einiges durcheinander. Also Sie haben vielleicht gehört schon vom Stockholm-Syndrom. Das ist ein Begriff, der hier hingehört. Das ist ja bei die RAF hat, glaube ich, mal in Stockholm so einen Flieger entführt und dann gab es da Patienten... Botschaft besetzt? Okay. Okay, dann bringe ich irgendwas durcheinander. Jedenfalls gab es einige Patientinnen, die sich verliebt haben in ihren Führer. Und das denkt man ja, wie kann das sein? Ne? Aber wenn man irgendwo versorgt wird in einer Notsituation, auch von einem sehr gemeinen Menschen, der diese ganze Notsituation überhaupt erst produziert hat, dann kann sich Bindungsgefühle, Zuneigungsgefühle entwickeln. Man versteht plötzlich den Täter und so. Und das ist dieser Mechanismus, der auch bei der in der Bindungssituation entsteht oder wirkt, wenn eben die Bindungsfigur zur Gefahr wird. Ja, man sieht, was dadurch verstellt wird. Man erhöht sein Risiko oder man hat ein höheres Risiko, Opfer einer erneuten Tat im späteren Leben zu werden, zum Beispiel sexueller Missbrauch. Normalerweise ist die Chance 9% und die steigt auf 49%, wenn man so ein Verratstrauma erlebt hat. Man bleibt in einer gewaltvollen Beziehung, wahrscheinlicher, als wenn man das nicht erlebt hat. Man gibt sich eher selbst die Schuld. Und man macht, wenn man so diesen Menschen Aufgaben gibt, wo man einschätzen soll, ob jemand sozial betrogen hat oder ob jemand irgendwie sich Vorteile verschaffen will. Die machen mehr Fehler in solchen Tests. Also es ist schwieriger, das Cheating auszuwerten. Es ist schon, dass die rechte Hirnhälfte das mitkriegt, aber es wird nicht mehr bewusst ausgewertet. Also wir haben das ja häufig in der Gewaltberatung, wir haben viele Frauen, die von ihren Männern geschlagen werden und dann sagen, boah, ich gehe da nicht mehr hin und so, und dann stellt man fest, die gehen wieder zurück. Die Grundlage für dieses Verhalten ist halt, dass es ein Verratstrauma zugrunde liegt. Ja, es ist gut, dass man das inzwischen besser versteht. Ja, jetzt weiß man schon, dass Kinder mehr dissoziieren, wenn sie Verratstrauma erlebt haben. Aber Kinder dissoziieren auch mehr, wenn ihre Mutter Verratstrauma erlebt hat. Da hat man sich gefragt, wie kommt das eigentlich? Was ist der Weg, auf dem das passiert? Und es gibt da zwei Erklärungsmuster, die auch anscheinend empirisch belegt sind. Wenn eine Mutter dissoziiert, das heißt, sie ist in einer Situation mit dem Kind vielleicht, und dann träumt sie sich plötzlich weg, weil sie irgendwie mit einem traumatischen Inhalt beschäftigt ist. Für das Kind ist das sehr belastend, wenn die Mutter verfügbar war und jetzt plötzlich nicht mehr verfügbar ist. Das ist sehr bedrohlich. Wir werden das gleich nochmal im Bild sehen. Die Verfügbarkeit der Bindungsfigur ist sehr wichtig und wenn die wegfällt, hat das Kind hohen Stress. Also das wäre ein Mechanismus, wo das für das Kind bedrohlich ist, wenn die Mutter dissoziiert. Das Zweite hatte ich schon gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, in einer gefährlichen Beziehung zu bleiben. Weil der soziale Betrug, den ein Partner typischerweise macht, nicht so gut ausgewertet wird. Und dadurch kommt es eben seltener zu einer Trennung, sodass das Kind schlecht geschützt ist. Und wenn es eben mehr Gefahren erlebt durch einen gewalttätigen Partner im Haus, dann entstehen auch mehr dissoziative Situationen oder Symptome. Genau, machen wir eine kurze Pause dann nach dem Video. 2 Minuten ist das Video. Ich muss noch was dazu sagen. Die Mutter hat die Anweisung, das wird jetzt im Film nicht gesagt, die Mutter hat die Anweisung, zunächst mit dem Kind
mimisch zu interagieren und dann aber ihr Gesicht einzufrieren. Das ist das Still-Face-Paradigma. Sodass sie merken, zunächst interagieren die beiden und dann hört ihr einfach auf und dann sehen sie, wie das Kind reagiert. Das ist ziemlich unangenehm anzusehen. Es gibt ja diese Kategorie sicher gebunden, unsicher vermeidend, unsicher ambivalent. Es gibt aber eben auch eine Kategorie von Kindern, die passen da nicht rein. Hat man dann später dazugefügt, die desorganisierte Bindung. Und ich mache das mal vor, welche Formen es da gibt. Also da kommt was durcheinander. Man stellt sich ein Kind vor, was jetzt von seiner Mutter allein gelassen worden ist in einem Raum. Und das hat natürlich erstmal Stress ohne Bindungsfigur. Und jetzt kommt die Mutter wieder. Die normale Reaktion wäre hin zur Mutter. Jetzt passiert bei desorganisierten Kindern zum Beispiel sowas. Also da kommt was durcheinander, was irgendwie plötzlich so. Oder es passiert sowas. Da ist die Mutter. Oder es passiert sowas. Ziemlich verstörend eigentlich, ne? Wenn man das so sieht. Es gibt auch sowas. Hier ist das Gesicht der Mutter und dann nimmt das Kind die Brille. Oder schreit nach der Mutter, und dann. Oder es gibt Kinder, die fallen auf den Boden und bleiben liegen, machen nichts mehr. Oder sowas. Ja, also ich sagte ja, Kinder mussten immer schon Lösungen finden für diese schwierige Situation. Und desorganisierte Bindung ist eine Lösung für die Schwierigkeit, wenn Eltern gefährlich sind. Und das sieht eben entsprechend so aus. Man sieht Ansätze von Zuwendung und dann aber auch der Konflikt. Irgendwie ist das gefährlich, das kann ich nicht so direkt machen. Jetzt gibt es über desorganisierte Bindung einige Forschung. Misshandelte Kinder haben bis zu 90% desorganisierte Bindung. Das heißt, es hängt sehr eng zusammen. Wenn man Misshandlung feststellt, die Eltern zur Gefahr werden, dann entwickelt sich sehr häufig eine desorganisierte Bindung. Warum ist das so schlimm? Komme ich gleich zu. Es ist so, wenn man Kinder untersucht und die schätzt man ein nach Bindungsorganisationen, dann wechseln die im Laufe des Lebens schon mal den Typus. Ambivalent Vermeidende werden vielleicht, ambivalent Unsicher werden vielleicht Sichergebundene werden vielleicht vermeidend. Aber wenn man desorganisiert eingestuft ist, dann bleibt das relativ stabil. Mehr stabil als bei den anderen Kategorien. Das heißt, es ist irgendwie auch ein Prozess, da wird so viel dysreguliert, dass man dann nicht mehr so gut rauskommt. Jungen sind übrigens häufiger betroffen. Es ist ein Hauptrisikofaktor für psychische Krankheit, Korrelation von Punkt 40, meinetwegen vom Alter von 2 auf 16. Das ist schon eine ziemlich große Korrelation in der Entwicklungspsychologie. Normalerweise hat man nicht so hohe Korrelationen. Also das ist, wenn man eine desorganisierte Bindung hat, wird man relativ wahrscheinlich eine psychische Krankheit später haben. Von daher ist das ein ernstzunehmendes Problem. Ja, das hatte ich ja schon mit dieser Regulation das gezeigt. Das zeigt sich eben auch bei desorganisierter Bindung. Die Kinder bekommen Probleme mit der Emotionsregulation, also Angst, Wut, Ärger, Traurigkeit. Sie haben keine gute Impulskontrolle. Ich glaube, das sagte der Professor Gallwitz auch. Impulskontrolle ist ein Grundmerkmal von Psychopathologie. Das würde sich hier spiegeln. Sie haben Aufmerksamkeitsdefizite, ihre Selbstwahrnehmung ist gestört. Da kommt dieses Dissoziative mit rein. Ich nehme eigentlich gar nicht mehr so richtig wahr, was in meinem Körper passiert, weil ich irgendwie klarkommen muss mit der Situation. Und das geht nur, indem ich ganz viel nicht wahrnehme. Deswegen können Sie Ihren Körper auch nicht so gut fühlen. Es wird auch diskutiert, es gibt ja so Männer mit Alexithymie, Gefühlstaubheit.
dass das ein Hintergrund dafür ist. Bei Frauen gibt es das natürlich auch, aber Männer sind da häufiger. Entsprechend Beziehung mit anderen ist natürlich schwierig. Es entstehen später Persönlichkeitsstörungen, gibt es eine Korrelation. Und körperliche Symptome wie Stress durch Kopfschmerzen und Bauchschmerzen sind auch häufiger. Was man verstehen kann, weil diese Kinder müssen einen enormen Stress aushalten und diesen Stress verarbeiten, ohne dass hilfreich eine Bindungsfigur zur Verfügung steht. Die werden also sehr grobe und rechtslastige körpernahe Regulationsmechanismen entwickeln. Die werden nicht besonders moduliert sein und fein sein, es wird eher grob sein. Dann hat man Untersuchungen gemacht, wenn ein Kind misshandelt worden ist und deswegen als desorganisiert gebunden eingeschätzt worden ist, bis zu 5 Jahre und die nächsten 5 Jahre bis 10. Das war natürlich, kann man sich denken, aber ich finde es auch wichtig, das empirisch nachgewiesen zu haben, dass die Ereignisse, die vor dem 5. Lebensjahr, vor dem 6. Lebensjahr stattgefunden haben, schlimmer waren in den Auswirkungen als später. Das ist ja diese Idee, das Hirn ist jung, das Hirn entwickelt sich und die Dinge, die dann die Dinge, die gut eingeregelt sind oder die Dinge, die eben schlecht eingeregelt sind, früher, auf denen baut das Kind später auf. Und wenn das Fundament irgendwie morsch und kompromisshaft eingeregelt wird, dann wirkt sich das eben schlimmer aus, als wenn es erst später passiert und das Fundament etwas besser ist. Ja, ich habe es ja schon gesagt, Kinder müssen alle Kraft aufwenden, um ihre Gefühle behelfsmäßig zu regulieren. Und sie machen halt nicht so durchgängig über sichergebundenen Kindern die Erfahrung, dass soziale Kontakte hilfreich sind, dass in Notsituationen Hilfe kommt. Und die werden natürlich mit einer, nicht vielleicht nicht bewusst, das vielleicht auch, aber mit einer Haltung in die Welt gehen, dass soziale Kontakte eher gefährlich sind. Entsprechend eben Amygdala ist höher aktiviert und sie werden mehr Angst haben. Da gibt es Gefühlsregungen wie rasende Wut, intensive Angst, uferlose Bedürftigkeit, sodass sie unter chronischem Stress stehen. Ich hatte schon gesagt, wenn man chronischen Stress erlebt, ist das erstens nicht gut für den Körper und zweitens nicht gut für die Gehirnentwicklung, weil diese Nervenfortsätze wachsen nur, wenn man eben nicht so viel Stress im Gehirn hat. Ja, Lösungsversuche, die später genommen werden, Dissoziation, Selbstverletzung oder Gewalt. Und es gibt, zwei Grundstrategien. Die eine ist mehr die kognitive Strategie, dass man das Gefühlsmäßige wegdissoziiert und dann versucht, die Welt auszurechnen. Und man hat festgestellt, dass unter Straftätern diese Strategie verbreiteter ist. Die werden eher kalt und sind dann berechnend und kriegen eben, wie Professor Gagels auch sagte, nicht so gut mit, was sie eigentlich ihrem Opfer antun, weil eben ihre Gefühle nicht zur Verfügung stehen. Es gibt aber auch die andere Strategie, das ist diese impulsive Strategie, mach einfach, was ich will, weil auf die Konsequenzen zu achten hat eh keinen Sinn. Also ich lerne gar nicht auszurechnen, ich mache einfach, wird schon irgendwie gehen. Das sind natürlich auch Leute, die dann kriminelle Dinge machen, aber eben aus einer anderen Dynamik heraus. Ja, hier passiert eben auch durch diese Dissoziation gerne mal, dass die rechte Hirnhälfte Gefahrensituationen erkennt, auch schneller Gefahrensituationen erkennt, als vielleicht jemand sicher gebunden ist. Und der Körper reagiert. Aber das Bewusstsein kommt nicht mit. Und man kann dann sich nicht erklären, wieso bin ich jetzt plötzlich so aufgeregt. Aber ich bin halt an eine frühere traumatische Situation erinnert worden, bin getriggert worden und dann habe ich diese Effekte. Also es ist auch eine Art von Dissoziation, die mit desorganisierter Verbindung zusammenhängt. Ja, jetzt gibt es noch ein paar empirische Funde, die ich einfach auch nochmal sagen möchte, um zu untermauern, wie problematisch eine desorganisierte Bindung ist. Man hat kleinen Kindern einen roten Punkt auf die Nase geklebt, unbemerkt, und hat sie dann vor einem Spiegel spielen lassen. Normalerweise, wenn sicher gebundene Kinder das bemerken, finden die das lustig und sind neugierig. Die desorganisierten Kinder haben sich aber von den anderen Kindern unterschieden, indem sie erstmal irritiert darauf reagiert haben, wütend darauf reagiert haben oder es einfach ignoriert haben. Wäre auch so eine dissoziative Neigung. Wenn man die Kinder eingeschätzt hat bezüglich ihres Sozialverhaltens,
wurden die Desorganisierten als zurückgezogen und aggressiv bezeichnet. Und das ist ja so ziemlich die ungünstigste Kombination, die man machen kann, wenn man irgendwie mit einer Gruppe in Kontakt kommen kann, wenn man Freunde finden will. Das heißt, die haben schon genug Probleme und verhalten sich aber so ungünstig, dass sie dann natürlich weniger Chancen bekommen, soziale Kontakte aufzubauen und dort zu lernen, wie man soziale Beziehungen reguliert. Wenn man desorganisiert gebundenen Kindern als mit Gesichtern, die ambig sind, die doppeldeutig sind, die uneindeutig sind, konfrontiert, dann sind sie eher geneigt, da eine Aggression zu sehen, die nicht unbedingt so erkennbar ist, während Kinder mit einer anderen Bindungsorganisation das so erkennen, wie es ist, nämlich dass es uneindeutig ist. Die Stressachse, also diese Hypothalamus bis zur Nebennierenrinde, diese Funktionsachse, die wird verstellt. Es scheint so zu sein, dass am Anfang die höher aktiv ist. Die haben also mehr Stress. Und dann später scheint es so zu sein, dass diese Achse ermüdet und dass dann Menschen, die eben früher unter hohem Stress gelebt haben, dann sich noch nicht mal mehr aufraffen können, zum Beispiel einen Brief zu öffnen, der von der Schuldeneintreibungsagentur gekommen ist. Weil um mich diesem Inhalt des Briefes zu stellen, brauche ich ein bisschen Stresshormone, weil es eine Belastung ist. Wenn meine Stressachse aber ermüdet ist, dann ist mir egal. Tut sie mir aber nicht. Und das ist halt, die Menschen sind dann später nicht belastbar, bei denen diese Stressachse ermüdet. Und das scheint eben mit desorganisierter Bindung in Verbindung zu sein. Ja, die Herzrate hat man gemessen. Auch die Herzrate der Kinder mit desorganisierter Bindung war höher, was ein Zeichen ist. Die sind einfach ständig auf der Hut, die sind ständig wachsam, müssen aufpassen, was passiert. Wir müssen das managen und das aber ohne bewusst darüber nachzudenken. Die machen das automatisch. Bewusst haben sie aber eine Bindungsfigur, auf die sie sich verlassen können. Wenn man Kinder fragt aus Misshandlungsfamilien, der Papa soll aufhören, das zu machen, aber ich möchte natürlich bei ihm bleiben. Also die Bindung wird nicht aufgegeben. Ja, jetzt komme ich schon zum Ende hier. Erstaunlich, wie schnell ich hier durchkomme. Ich lese das mal vor. Also eigentlich geht es mir gut, sagt der Hund. Ich wollte nur einen Platz haben, wo ich der Erlaubnis habe, auf der Couch zu sein. Der darf also zu Hause offensichtlich nicht auf die Couch. Das finden wir jetzt witzig. Hier geht es darum, manchmal kommen ja Klienten genauso in die Therapie, also bei mir jedenfalls. Die können nicht sagen, ich will hier sein, weil ich hier sein will, sondern ich muss hier sein, weil. Und dann passiert denen das, dass die sagen, also was dieser Hund macht, er definiert diese Beziehung als eine Benutzensbeziehung. Ich brauche dich gar nicht, ich benutze dich, damit ich was kriege, was ich gerne hätte. Also deswegen guckt die auch so komisch, weil sie will eigentlich helfen und wird gar nicht gebraucht. Und das ist die Situation, in der ich oft bin, wenn ich meine Desorganisierten oder was immer für Klienten kriege. Ein Sexualstraftäter. Sie können nicht anders als die Beziehung erstmal als eine Benutzungsbeziehung definieren. Weil es wäre ein bisschen übertrieben zu erwarten, dass die sagen, ach Herr Schön, Herr Kochius, dass es Sie gibt, ich habe da ein Problem, Sie können mir bestimmt helfen. Das wäre die Aussage eines sicher gebundenen Kindes und das hätte eben diese Probleme nicht. Ich muss also dann damit klarkommen, dass man mir die Beziehung irgendwie anders definiert und ich muss das zulassen, sonst mache ich die Tür zu. Das wollte ich mit diesem Comic andeuten, dass man halt damit mit Beziehungsangeboten, mit Begegnungsangeboten konfrontiert wird, die erstmal empörend sind vielleicht oder nicht passend oder missbräuchlich vielleicht sogar. Aber aus der Geschichte, den diese Klienten haben, heraus bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Und wenn ich nicht zu hochschwellig arbeiten will, muss ich mir das gefallen lassen. Ja, jetzt bin ich erstaunt, dass mein Programm hier schnell abläuft. Jetzt erzähle ich ein bisschen was, wie ich das in meiner Therapie mache. Ich will das gar nicht unbedingt als Norm sagen. Das ist auch nur ein Ausschnitt aus meiner Praxis, weil ich mache natürlich auch, ich setze mich auch hin, so wie ich angefangen habe, als klientenzentrierter Therapeut,
hier ist ein Stuhl, da ist ein Tisch, dann in einem Winkel, na 90 Grad ist ein bisschen zu steil, sagen wir mal 110 Grad, steht ein anderer Stuhl, ein modisch bedrucktes Kleenex-Döschen steht da und wir setzen uns hin, versuche empathisch zu sein, wenn die Klientin weint, reiche ich ihr Mitfühlen, ein Tüchlein. Also der klientenzentrierte Therapeut, den gibt es auch noch in mir. Aber ich habe ihm häufig die Gelegenheit, andere Dinge mit meinen Klienten zu machen. Dann spiele ich vielleicht Tischtennis mit denen. Ich backe eine Pizza. Ich gehe raus und spiele Fußball. Ich spiele Verstecken mit den 15-jährigen Kerlen. Manchmal sitzen sie mir auf dem Schoß. Manchmal raufe ich mit denen. Also ich mache Dinge, die man nicht so richtig lernt, als ein Kindertherapeut. Ich bin eigentlich kein Kindertherapeut, aber ich habe gemerkt, dass das die Dinge sind, die funktionieren mit diesen Jungs. Und deswegen wollte ich Ihnen ein bisschen vorstellen, sag mal, die extremeren Dinge, die Sie vielleicht befremdlich finden, aber vielleicht gibt es ja das eine oder andere, was Sie interessant finden, was Sie vielleicht mitnehmen können. Und das, ich habe da nur zwei Prinzipien, kommt also nur noch eine Folie. Das erste Prinzip ist, dass ich erstmal eine Bindung herstelle, dass ich akzeptiere, diese Kinder sind auf einer Bindungssuche, wie versteckt auch immer. Und ich muss gucken, wie alt sind die denn? Also mit Entwicklungsalter meine ich, in welcher emotionalen Landschaft bewegen die sich? Auch wenn ich Mütter habe manchmal von diesen vernachlässigten Jungs. Manchmal schätze ich an, die sind vielleicht 6 oder 5. Und es ist natürlich nicht einfach, wenn man jemanden hat, der groß und stark ist, und weiß aber, die emotionale Landschaft, die Motivationslage, die Interessen, die er hat, sind eigentlich kindliche. Da muss ich einen Spagat hinkriegen, dass ich jemanden respektvoll und erwachsen behandle, als sorgeberechtigten Elternteil oder als großen Jungen. Aber ich muss trotzdem, wenn ich ihn gewinnen will, dafür eine Beziehung mit mir anzufangen, gucken, wie ich seine kindlichen Bedürfnisse aufgreife. Und das ist zunächst scheinbar schwierig, aber meiner Erfahrung nach, ich habe jetzt ein bisschen Übung damit, ist das, sagen wir, dieses Erwachsenengetue sehr schnell uninteressant, wenn man nur, wenn die merken, der nimmt mich da, wo ich bedürftig bin, da kriege ich was. Also meinetwegen eine 6-jährige Mutter, die sich immer aufregt, wie schlimm ihre Kinder sind, wenn ich einfach mit der rede und sage, ja, und so, ja, ist ja nicht so schlimm, wird schon wieder. Also es klingt ein bisschen doof, aber wenn ich das gar nicht so ernst nehme, was sie da sagt, dann beruhigt die sich und sagt, ach, Frau Kochius, schön, dass Sie wieder anrufen. Also weil ich sie als Kind nehme. Die ist zwar Mutter, 40 Jahre, aber emotional, finde ich, ist sie 5 Jahre alt und versucht, gute Mutter zu spielen. Die kann das gar nicht gut, deswegen sind ihre Kinder auch alle missraten. Aber sie versucht es und sie ist erstmal da und ich nehme das ernst. Und sie merkt, sie ist jemand, deren Stresssystem ständig aktiviert wird. Und wenn ich mit ihr zu tun habe, versuche ich, die nicht noch mehr zu stressen. So mache ich das auch mit meinen Jungs. Also gemäß Stephen Porges, Security is the Therapy. Ich versuche erstmal Sicherheit herzustellen. Das heißt, bei mir gibt es keine Auftragsklärung. Es gibt Ausnahmen natürlich, ne? Aber in diesen Fällen mache ich keine Auftragsklärung. Die kommen einfach. Ich muss halt gucken, wie fängt man jetzt an? Aber ich habe gar nicht im Kopf, dass ich einen Auftrag haben will, sondern ich will nur dafür sorgen, dass sie wiederkommen. Deswegen habe ich keine Forderungen, keine Ziele, außer dass ich halt meine Ziele habe. Ich will natürlich gucken, wie kann ich das hinkriegen, dass die sich bei mir wohlfühlen, dass die das Gefühl haben, hier kann ich auch mit meiner Aufgeregtheit, auch mit meiner Angst, ohne dass ich darüber reden muss, da sein. Wie geht das? Und das geht halt manchmal über Fußballspielen. Dann führe ich die rum und sage, wir haben ja auch eine Möglichkeit, Fußball zu spielen. Und dann greifen die schon irgendwie zu. Und dann mache ich das mit denen. Genau. Also, wenn man mit Menschen was Rhythmisches macht, so wie die beiden Zwillinge das miteinander, dann kann man sich nicht gegen wehren, als das irgendwie angenehm finden. Also sich einen Ball hin und her zu werfen, das ist irgendwie cool, weil irgendwie entsteht dann was. Oder wenn man zusammen tanzt, nur das ist natürlich nichts für meine Jungs, aber man lässt sich irgendwie auf den anderen ein. Deswegen versuche ich, Dinge zu schaffen, zu machen, was die interessiert, wo so ein Turntaking passiert. Es gibt ja auch Jungs, die sagen, wir spielen Fußball und dann sind die nur alleine mit dem Ball und zeigen mir erstmal, was sie für tolle Tricks drauf haben. Stehe ich nur rum. Gibt es kein Turn-Taking. Dann versuche ich auch mal, nicht zu konfrontativ, aber ich versuche mich dann einzumischen. Ich versuche also hinzukriegen, dass es ein
so ein Turn-Taking gibt. Also das wäre so ein Ding, wenn man das im Kopf hat, dass ich das versuche und merke, wenn das einer nicht zulässt. Das hat manchmal einen guten Grund, eigentlich immer, aber ich versuche mich da auch einzubringen. Ja, Stimuli ist natürlich auch wichtig. Also wenn ich selber sehr aufgeregt bin, ist nicht gut. Manchmal ist es so, da kann ich es nicht ändern, aber ich weiß halt, es geht darum, die müssen sich eigentlich beruhigen, die sind eigentlich aufgeregt. Dann, um als Bindungsfigur auch angenommen zu werden, versuche ich sowas wie Versorgung anzudeuten. Da gibt es ein ganzes Programm zu, also ich biete immer was zu trinken an. Die Kleineren wollen gerne süße Apfelschorle. Die Älteren, emotional, die nehmen dann, ich nehme Sprudel. So. Und dann biete ich Gummibärchen an, oder Nüsse habe ich mal dabei. Bei den Gummibärchen ist das auch ein besonderer Trick. Es ist nämlich so, als Kinder, als Babys, haben wir den Reflex, dass wenn unsere Haut berührt wird durch was anderes Warmes, durch eine andere warme Haut, wird Oxytocin ausgeschüttet. Das ist auch bei Erwachsenen immer noch so. Aber besonders stark ist der Reflex bei den Handflächen und im Mund. Vom Stillen und vom Tastberühren. Und das ist diese Reflexe, die gehen im Laufe der Zeit weg, aber bei Hand und Mund bleiben die am längsten halten und am wirksamsten. Deswegen Hand geben, deswegen machen wir das auch, glaube ich. Das ist erstmal eine Oxytocin-Auslöser. Oxytocin beruhigt, kämpft, ist ein Antagonist für das Stresssystem. Und wenn die was Süßes lutschen, wird auch eine Kette von neurophysiologischen Dingen angestoßen, wo die sich beruhigen. Und es ist wirklich interessant, ich biete eigentlich erstmal grundsätzlich immer Gummibärchen an, obwohl ich auch gar nicht für Zucker bin, bin eigentlich dagegen. Ich sage dann immer, Zahnärzte wollen auch leben. Aber es ist halt wichtig, es ist halt vorrangig, dass ich erstmal hinkriege, dass die sich auf mich einlassen. Und wenn ich das dann manchmal vergesse, die Gummibärchen, dann ist das ein diagnostisches Kriterium dafür, ob jemand emotional sehr jung ist oder nicht. Die, die sehr jung sind, sagen, Herr Koch, Sie haben es vergessen. Ach, um Gottes Willen, Gummibärchen, natürlich. Dann hole ich die Gummibärchen. Ja, dann weiß ich, okay, die brauchen das und die fragen wirklich danach. Das ist für die kommen dann schon direkt runter, wenn sie dann die Gummibärchen lutschen. Und die Eltern brauchen das nicht so sehr. Kakao ist auch eine Möglichkeit. Das habe ich jetzt nur gehört von Leuten, die das stationär machen. Ich bin ja nur ambulant, ich habe ja gar nicht so viel Einfluss auf die Bindung. Aber Kakao schmeckt natürlich, ist das Getränk, was am ähnlichsten wie Muttermilch schmeckt. Und sie glauben gar nicht, wie aggressive Jungs, die eigentlich völlig überfordert sind, auf Kakao reagieren. Ja, also, wollte ich nur mal als Idee sagen. Immer ein bisschen Kakao im Kühlschrank haben, im Notfall warm machen. Ja, Körperkontakt hatte ich ja schon am Anfang angedeutet. Es lässt sich einfach Oxytocin damit ausschütten. Und Oxytocin ist das Bindungshormon. Das ist ja immer so eine Sache mit dem Berühren. Ja, da gibt es auch Bedenken, sexuellen Missbrauch, Vorwürfe und sowas. Ich habe das in den 17 Jahren jetzt noch nicht erlebt, bin da noch nie in eine schwierige Situation gekommen. Ich finde auch, das muss im Team klar sein, es muss besprochen sein, es muss eine professionelle Intimität sein, keine heimliche Intimität. Sonst wird es krumm. Und es ist auch nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt irgendwie scharf drauf, Körperkontakt zu machen. Nee, das wäre mir zu offensiv, das ist zu manipulativ, das ist keine Technik. Das ist einfach, dass ich weiß, Körperkontakt ist für Kinder wichtig. Und wenn das Kinder sind, ich stelle das fest, und es ergibt sich eine Situation, in der ich Körperkontakt herstellen kann, dann erlaube ich mir das. Es ist nicht so, dass ich sage, nee, ich habe aber eine Rolle und in der Rolle mache ich das. Und ich erlaube mir das. Also ich will nicht, dass das rüberkommt, dass es sozusagen was Forciertes ist, weil das ist sehr sensibel. Aber mir ist halt bewusst, dass Körperkontakt eine mächtige Sache ist, die aber für diese Kinder sehr wichtig sein kann. Und deswegen finde ich, ist das ein Bestandteil einer guten Behandlung, dass man eben professionelle Nähe herstellt. Und dazu gehört auch die Zulassung von Körperkontakt. Da sehen wir gleich noch was zu. Ja, und die Idee ist eben, es soll Spaß machen, da sind wir beim Belohnungssystem, es soll Spaß machen, mit mir zusammen zu sein. Es soll interessant sein. Und das heißt, ich muss diese feine Abstimmung, die das Kind nicht so kann, die muss ich für das Kind mit übernehmen. Und muss immer auf der Lauer sein, wo ist er jetzt gerade, was macht er.
oh, jetzt habe ich wieder einen geboxt gekriegt. Und das ist so ein Tanz. Und dieses, da muss ich sehr feinfühlig gucken, was braucht dieses Kind, damit es sozusagen einen Raum hat, in dem es das Gefühl hat, es wird nicht allein gelassen. Sag du mir erstmal, was du brauchst, dann kann ich dir auch helfen. Ja, das wäre jetzt sehr viel Abstand. Ich bin also nah dran, ohne aber mich aufzudrängen. Das ist eine sehr schwierige Balance, wo man sehr viel Einfühlung braucht. Und ich glaube, es hilft auch zu wissen, diese theoretischen Hintergründe, die ich eben gerade gesagt habe, die spielen eben alle eine Rolle dabei. Deswegen ist das sozusagen nicht willkürlich, was ich da mache, sondern es hat seinen tiefen Sinn. Darf und, ich nochmal eine Frage stellen? Ja, gerne. Wie kommen die Klienten zu Ihnen? Verschieden. Häufig unfreiwillig. Also wenn ich an die Sexualtäter denke, die Jungs, ne, sagen wir 14, 15, 13, 16, die haben halt Scheiß gebaut, das wissen die auch. Sind dafür schon ordentlich psychisch oder körperlich verprügelt worden und sollen jetzt eine Therapie machen. Erstmal eine schlechte Voraussetzung. Dann sitzen die da. So. Ja. So kommen die manchmal her. Das heißt, die Eltern drücken manchmal und sie müssen, manchmal sind sie im Heim untergebracht, das Heim meldet die an. Also das ist so eine, ja, halb zog er sie, halb sank sie hin, irgendwie ist das sowas. Ich gucke mal, ne? Vielleicht ist das ja was. Und ich will aber eigentlich nicht, weil ich denke, eigentlich werde ich ausgeschimpft. Ist das beantwortet, die Frage so ein bisschen? Haben Sie irgendwie eine Rückmeldepflicht? Ja. Das ja. Wissen Sie auch? Ja, genau. Also wir arbeiten nicht so oft im strafrechtlichen Kontext. Ich habe auch schon Vorurteile gehabt, aber da muss man letztlich immer nur entscheiden, das ist jetzt gut und dann muss man eine Mitteilung machen, ist gut. Und dann wird es irgendwie eingestellt. Das hatte ich auch schon mal. Aber meistens ist es so Jugendamt, ne, dass es irgendwie aufgefallen ist, Schule, Familienhelfer fällt auf, da ist ein Problem. Und dann wird er irgendwie zu mir geschoben oder kommt auch irgendwie freiwillig und dann guckt er halt, was geht. Und die Erfahrung ist eigentlich, dass es relativ schnell nicht mehr das Problem ist. Weil sie merken, hier geht es um mich, der kümmert sich um mich und dann geht es natürlich auch darum, Wie kann es denn sein, dass ich so einen Scheiß gebaut habe? Kann man natürlich was gegen machen. Aber ich rede da gar nicht so viel drüber. Ne? Ich gucke natürlich, dass das nicht wieder passiert. Da muss man auch Absprachen treffen. Aber das wäre schon wieder dieses mehr Ziele und sowas. Ich bin da vorsichtig mit. Ne? Natürlich will ich nichts riskieren. Ich will nicht berühmt werden durch Rückfälle und sowas. Aber ich will auch das nicht überfrachten. Weil ich meine eigene Absicherung nutze, um den Raum zuzumachen für den Jungen. Man muss ja irgendwie eine Basis herstellen, damit miteinander in Kontakt kommt. Das wollte ich. Ja, genau. Es ist oft äußerer Druck, dass eben klar wird, hier gibt es eine Notwendigkeit, du musst da was machen und dann kommen die halt an. Erstmal so und hoffentlich später dann etwas entspannter. Ne? Ja. Ja, oft ist es wirklich, muss man sagen, ist die beste Beziehungserfahrung, die die Kinder jemals erlebt haben. Und trotzdem ist das nichts rosa-rot und Schönes, weil es ist natürlich komplett bedrohlich, wenn einer plötzlich total nett ist und mich versteht. Das können die so nicht annehmen und verarbeiten. Also ich habe dann wieder diesen Hund, ne? Gibt einen Klienten, der sagt, also ich würde mich ja mit einem Helfer treffen, wenn er mir das Essen bezahlt. Ich will nur, dass er das Essen bezahlt. Ne? Also wenn der Helfer dann sagt, nee, so geht's nicht, also ich bin hier nicht dein Essensspendierer, dann geht's nicht weiter. Aber dahinter steckt natürlich was anderes. Der will natürlich schon irgendwie Kontakt. Aber kann ich sagen, ja, ich interessiere mich da für einen erwachsenen Mann. Ich will mal sehen, wie das ist. Mein Vater war so scheiße, vielleicht ist der irgendwie besser. Das kann der nicht formulieren. Ne? Und da muss man erstmal sagen, okay, ich bezahle dein Essen, kein Problem, ich bin fürs Essen bezahlen da. Gut, komm. Ja, also so klappt das manchmal. Ja, zweites Idee, also eben bei der Bindung, ne, wie baue ich Bindung auf, wie mache ich das, dass ich als versorgende Bindungsfigur ansatzweise wahrgenommen werde? Ja, Spielen ist einfach wichtig. Die sind eben emotional Kinder, deswegen spielen eigentlich ihr natürliches Medium. Der Vorteil davon ist, das Spiel suchen die Kinder aus, gestalten die Kinder selber, manchmal ist es ein spontanes Spiel. Wenn sie sehr viel Angst haben, ist es manchmal ein Regelspiel,
oft löst sich das dann auf in spontanes Spiel. Sie bringen ihre Themen damit ein. Sie sind am Drücker. Sie können bestimmen, was das Thema ist. Das sorgt auch für Sicherheit. Ja, Rhythmus ist was. Das ist was Angenehmes. Das lockt die Kinder rein. Deswegen ist Spielen. Ja, im Spielen ist ja oft, ich bin am Zug, du bist am Zug. Das ist auch ein Turn-Taking mit angelegt. Ja, man stimmt sich aufeinander ab. Es ist auch im Spiel, gerade im freien Spiel, entsteht Unordnung, Chaos, Konflikte. Dann ist eine Regulation gefragt. Da kann ich wieder sagen, okay, wir kriegen das schon. Ich versuche das mal irgendwie hinzukriegen. Manchmal haut es auch nicht hin. Habe ich auch schon mit Leuten gekloppt. Kann man gar nicht erzählen, aber ja, aber man muss das irgendwie dann hinkriegen. Dann haben wir halt sogenannter Riss in der Beziehung, dann mussten wir den wieder flicken. Also dieses, ja, im Spiel versuchen, eine Co-Regulation hinzukriegen. Meine Frage, das Spielen der Kinder ist ja ganz viel auf Exploration. Also die entdecken ja die Welt über ihre, also das Kinderspiel ist ja was anderes als jetzt Brettspiel oder Erwachsenenspiel. Diese Art von Spiel ist die aber eher für die Bindung, für die, also gedacht, oder um eine Bindung, eine Beziehung herzustellen, oder ist das? Nee, es ist so doppelt. Also die Bindung herstellen ist sozusagen, es geht nebeneinander, also parallel. Also Spiel ist ja eigentlich Explorationsverhaltensmodus. Da ist Bindung eigentlich schon erledigt. Aber die ist ja nie ganz erledigt. Das heißt, die spielen gebremst. Ne? Und je angenehmer das Spielen aber wird, desto beruhigender ist das. Also es ist so beides. Das Spiel setzt eigentlich schon voraus, dass es ausreichend sicher ist und fördert aber auch die Sicherheit. So irgendwie. Also ich habe ich... Naja, es ist aber nicht die Exploration dabei. Also wir entdecken damit zwar die Beziehungswelt neu oder die soziale Welt, aber nicht irgendwie was anderes damit spielerisch entdecken und lernen und erkunden. Das ist unterschiedlich. Also ich hatte auch mal einen geistig behinderten Klienten, mit dem bin ich zum Beispiel in ein BMW-Motorradhaus gegangen. Und dann wollte er sich da mal draufsetzen. Und dann habe ich gesagt, oh, du musst jetzt fragen wir den Verkäufer und so. Und dann haben wir das, also das mache ich auch. Wenn sich das ergibt, gehe ich auch raus sozusagen. Aber das Entscheidende ist natürlich die soziale Welt. Das ist die Welt, die eigentlich kaputt ist. Da ist es ja passiert. Und deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, als Mensch, als Sozialpartner zur Verfügung zu stehen. Das ist natürlich im Spiel immer möglich. Es gibt auch im Regelspiel, also im Regelspiel, viele wollen ja wissen, kann ich bescheißen? Was macht er dann? Oder kann ich den besiegen? Was macht er dann? So, ne? Kriege ich einen zurück oder geht das? Ist das erlaubt? Also zum Beispiel beim Tischtennis. Ich spiele mit einem Jungen schon 4 Jahre Tischtennis. Hat eine super Entwicklung gemacht. Wir haben über nichts geredet, wir haben nur Tischtennis gespielt. Ja, es ist unheimlich mächtig, was da passiert. Ich habe ihm immer gesagt, okay, du kriegst mich nicht besiegt. Du willst mich auch besiegen, merke ich doch. Wie ist es, wenn wir sagen, du kriegst 5 Punkte Vorsprung? Damit mache ich deutlich, du darfst mich besiegen. Wir machen das so, dass es knapp wird. Dann hast du eine Chance. Wollte er nicht. Inzwischen besiegt er mich. Ja, fair sozusagen. Er wollte sich erarbeiten. Und wie viel oft muss er den Schläger festhalten, weil er am liebsten eine Ecke gefeuert hätte? Also er hat unheimlich viel Impulskontrolle dabei gelernt. Ja? Das ist Emotionsregulation. Wenn er wirklich Ehrgeiz drin hat. Das ist ja nicht so ein Spiel, sondern er will ihn nicht besiegen. Verdammt, das klappt nicht. Ne? Und also der hat eine Menge gelernt. Inzwischen macht er seinen Realschulabschluss. Ja, also ich erkläre das jetzt gerade im letzten Teil. Ne? Diese ganzen Prozesse, über die ich gesprochen habe, emotionale Regulation, Stressverarbeitung, sich sicher fühlen, Nähe-Distanz-Regeln, Turn-Taking, das sind alles Sachen, die sind so sehr subtil, die kriegen wir gar nicht so mit, sind aber unheimlich wichtig. Und das lernen die Kinder beim Spiel. Und das Spiel ist sozusagen deswegen nur da, ich führe das ja nicht ein. Das ist das, wo die natürlicherweise hinwollen. Reden ist erwachsen. Das ist Reden. Ich kenne Reden nur, wenn ich geschimpft kriege. Wir müssen reden, ja? Ja, so, deswegen, es ist verbrannt. Also deswegen ist das Medium eigentlich Spielen. Und also das Kriterium, ich habe auch natürlich ältere Klienten, ich habe einen 18-Jährigen, einen 20-Jährigen. Der 20-Jährige hat eine Phobie. Und hat jetzt nach 4 Jahren gesagt, Herr Kochius, die Phobie. Jetzt will ich an die Phobie ran. Wir haben die ganze Zeit immer nur geredet, über alles Mögliche. Es war auch gut für den, weil das war ein sehr kognitiver Typ, hat Abi gemacht. Und der hat das davon profitiert, der hat sozusagen gedanklich gespielt. Und jetzt will er an die Phobie ran. Jetzt stellen wir uns von Aufzug und sagen, okay, du willst nicht in den Aufzug, was ist los? Und dann gucken wir das. Also mit dem kann ich sehr kognitiv arbeiten. Aber die meisten Klienten, die halt emotional jünger sind, die wollen einfach spielen. Und das machen wir dann auch.
Und ob der 17 ist, ist völlig egal. Mütter auch? Ja, das ist schwieriger. Ich bin jetzt eher bei den Jugendlichen. Bei den Erwachsenen habe ich auch schon gehabt. Also ich hatte mal eine Mutter, mit der habe ich dann eine Kissenschlacht gemacht. Das war aber abgesprochen. Das war sozusagen eine Spielerintervention. Die hatte so schwer, sich abzugrenzen. Und jetzt hat gesagt, Herr Kochius, mit Ihnen möchte ich keine Kissenschlacht machen. Und dann haben wir Regeln aufgemacht, in der Mitte vom Raum, und dann haben wir Kissenschlacht gemacht. Und das sagt sie, hat ihr unheimlich gut getan. Sie hat danach gelernt, dass sie kämpfen darf, dass sie mich hauen darf auch, weil passiert ja nichts. Also sowas mache ich schon auch. Aber das ist natürlich dann viel abgesprochen, aber mit Erwachsenen, das war auch jetzt eine hochstrukturierte Frau, muss man das natürlich absprechen. Also dass ich jetzt mit dieser einen Mutter, an die ich jetzt gerade denke, die habe ich jetzt nicht in Einzelbehandlung oder sowas, dann würde ich vielleicht mit der auch spielen. Aber also es ist meine Haltung halt, dass ich, wenn ich mit der rede, nicht irgendwelche Theorien im Kopf habe, was ich jetzt mit der kognitiv erreichen muss. Ich habe keine pädagogischen Ziele. Ich berate auch im Jugendamt manchmal die Fallführung, dass sie der sozialpädagogischen Familienhilfe den Auftrag geben sollen, die Mutter zu beruhigen und sonst nichts. Die soll so bleiben, wie sie ist, die wird sich nicht mehr ändern, jedenfalls nicht, wenn wir das wollen. Also beruhigen Sie die. Das ist der ganze Job. Das ist manchmal sehr schwer, weil solche Hilfen manchmal nur genehmigt werden. In 2 Jahren muss die aber einen Schritt gemacht haben oder so, ne? Und das ist halt manchmal falsch. Also was ich damit sagen will, ist, wenn ich mit den Erwachsenen spreche und ich das Gefühl habe, da ist ein Entwicklungsalter von 6 Jahren mir gegenüber, dann nehme ich so eine Haltung ein, wie man halt mit einem Kind redet. Das Medium ist da zwar nicht Sprache, aber eigentlich geht es darum, dass wir miteinander uns die Bälle zuspielen. Und das machen wir dann mit Worten. Also so ist es dann auch Spielen auf eine Art. Aber ich kann natürlich so einer Frau schlecht sagen, komm, wir spielen, wir haben auch gar keine Lust zu reden. Das wäre irgendwie, das würde zu sehr die Konvention brechen, in der diese Frau ja auch lebt. Jo. Noch Haken, wo Sie einhaken wollen, oder? Ja? Ich bin ehrlich, da war ich ein bisschen irritiert. Okay. Also was ich sehr gut verstanden habe, dass Sie sagen, der Beziehungsaufbau ist wichtig, all diese Dinge. Ich habe so eine Fortbildung im Kopf, wo es auch um die Arbeit mit Tätern ging, ja, wo gerade gesagt wurde, gerade weil ja bei den Tätern diese Abwehr so stark ist, also dieses Nicht-Dran-Wollen, dass es gerade deshalb wichtig ist, da, sage ich mal, kontinuierlich dran zu bleiben. Also auch an dem Thema, was Sie getan haben. Und das widerspricht sich gerade so ein bisschen mit dem... Ja. Ist stimmt. Erzählen, ich bin nicht gerade so ein bisschen irritiert. Ja, ja. Ja, ich... Ist gut so, also, weil... Ich weiß noch, das habe ich auch so gelernt. Früher gab es sozusagen psychoanalytische Behandlungen von Sexualtätern, wo man überhaupt nie über die Tat gesprochen hat. Haben das komplett ausgeblendet, das hat nichts funktioniert. Die haben weitergemacht. Ja? Das ist also eine Gefahr, wenn man das Thema, da ist jemand sexuell übergriffig, aus dem Blick verliert. Ich darf das gar nicht aus dem Blick verlieren, wir haben da Regeln im Team. Aber ich muss schon sagen, also ich kümmere mich so weit um das Problem, dass ich das Gefühl habe, ich habe jetzt nicht gleich einen Rückfall wieder. Ja, ich wüsste jetzt gar nicht, ich glaube, ich habe einmal in 17 Jahren Rückfall gehabt oder so. Also es ist relativ selten, dass das passiert, von daher glaube ich, mache ich da was richtig. Meine Erfahrung ist aber, dass das Wirksame tatsächlich die Dinge sind, über die ich spreche. Das heißt ja nicht, dass ich nicht darüber nachdenke, macht er wieder was und wie können wir das verhindern und was wäre eine Risikosituation. Das muss ich schon machen, dass ich darüber nachdenke, aber ich bin sehr vorsichtig geworden, das mit den Klienten zu thematisieren. Und wenn ich es thematisiere, dann nur, oder nicht nur, das klingt so ausschließend, ich versuche das zu machen, dass sie verstehen, dass es eine Sorge um sie ist. Dass sie nicht wieder rückfällig werden, weil sie selber dann Probleme haben. Aber es ist trotzdem, Zukunftsplan ist was sehr Erwachsenes. Und da habe ich da meine Ambivalenzen mit. Und das ist vielleicht nicht das, was Sie sonst hören. Das ist nicht so, das weiß ich auch. Das ist nicht das Typische, was Sie hören. Ich mache aber die Erfahrung, ich fahre damit sehr gut. Ich persönlich. Also vielleicht ist das nicht eine Empfehlung für jemand anderes. Aber natürlich muss man mit dem Risiko umgehen. Ich habe wirklich keine Lust, Leute zu haben, die irgendwie Rückfälle machen und dass ich da irgendwie mit verantwortlich bin. Ich habe also natürlich die Voraussetzung dafür, dass wir Therapie mit diesen Jungs machen, dass wir uns 3-4 Monate lang den Jungen seine Geschichte und sein System angucken. Also ich habe ein Verständnis dafür, wie es dazu gekommen ist, dass er diese Tat begangen hat. Und das sind eben Faktoren, die ich darauf zurückführe, wo kann er sich nicht regulieren, was sind seine Bedürfnisse, was sind seine Bedürftigkeiten, wo steht er unter Druck.
Und ich versuche, daran was zu tun. Und wenn der Druck da ein bisschen rausgeht, ist die Rückfallgefahr meiner Ansicht nach schon gleich schnell viel besser. Also irgendwie so baue ich mir das. Ne? Also ich finde das schon richtig, was Sie sagen, man soll das nicht aus dem Kopf verlieren, weil es ist gefährlich und macht Opfer und ist schädlich. Und das soll nicht passieren, will ich nicht. Und trotzdem muss man aufpassen, dass man aus dem eigenen Bedürfnis, sich zu schützen und das Gute zu tun, das Opfer zu verhindern, nicht in den Gegensatz zum Klienten kommt. Und das passiert schnell. Deswegen bin ich vorsichtig und deswegen betone ich das jetzt hier nicht. Das ist ja auch keine Täterfortbildung, Täterarbeitsfortbildung, sondern das ist ein Akzent auf die Dinge, wo ich das Gefühl habe, die sind mächtig. Da passiert was. Da kann man was bewegen. Gut, wenn jetzt nicht noch eine Frage ist, wo Sie sagen, die möchte ich auf jeden Fall loswerden. Ja, also erstmal vielen Dank. Ich finde vor allem gut die Ermunterung, die Sie ausgesprochen haben, nicht nur da zu sitzen, sondern den Körper einzubeziehen. Das möglichst effektivste. Ich habe das auch immer wieder probiert, bin immer wieder zurückgefallen mit meinen Klienten, nur da zu sitzen und zu sprechen. Ja. Ich habe aber an einer Stelle doch auch eine Frage, und zwar, also Therapie als Herstellung von Bindung. Wir haben nicht gesprochen darüber, wie Sie mit der zeitlichen Begrenztheit der Therapie umgehen. Und ich hätte eher die Vorstellung gehabt, dass man sagt, so eine sichere Beziehung, das ist das, was man in der Therapie leisten kann, hinkriegen kann. Vielleicht ist es auch dann doch ein Stück Bindung oder sicher auch ein Stück Bindung, aber zu einer Bindung gehört ja, dass ich ein sicherer Hafen bin, der immer da ist, also eine Bindung. Und also nochmal die Frage nach der zeitlichen Begrenztheit, wie Sie damit umgehen. Ja, also das ist tatsächlich ein Problem. Ich habe auch von Leuten schon gehört, Fortbildnern gehört, was ich da in der Beratungsstelle machen würde. Ich würde mich ja lächerlich machen. Also das sind halt Leute, die dann sagen, das muss man eigentlich stationär machen. Und das finde ich auch. Stationär wäre besser, wenn man bindungsorientiert arbeitet. Das machen ja nicht viele. Trotzdem habe ich das Gefühl, also ich ringe auch damit. Ich habe aber das Gefühl, erstaunlicherweise einmal die Woche, ich versuche dann auch wirklich regelmäßig Termine zu haben, das funktioniert irgendwie. Und ich weiß, dass es auch mal zu Ende ist dann. Ach so, wie zu Ende ist. Dass ich die Therapie beende? Ja, also, nein, nicht nur eine konkrete Sitzung, sondern generell. Ach so. Wie schließen Sie so eine Beziehung ab? Ach so. Ich habe auch schon erlebt, dass man mir gesagt hat, naja, also gerade wenn die Kurerfahrungen schlecht werden, wir sind uns doch mal darüber im Klaren, dass hier machst du, weil das dein Job ist und irgendwann bin ich dann wieder weg vom Fenster. Das wäre, ist dann schon eine schwierige Situation. Also für die Klienten habe ich das Gefühl, ist das nicht so oft ein Thema. Die wollen natürlich wissen, wenn ich krank bin oder so, ne, bleibst du erhalten, und die Sorgen um die Bindungsfigur tauchen auf. Aber das ist ja ein Zeichen dafür, dass, obwohl ich nur einmal die Woche da bin, trotzdem sowas wie eine Bindung ansteht. Also das war jetzt mein Ding. Wieso mache ich, was mache ich mit einmal die Woche Bindungsarbeit? Das macht ja gar keinen Sinn. Aber es gibt wohl Forschungen darüber, dass der Oxytocin-Level von Patienten, die eine gute Beziehung zu ihrem Therapeuten haben, doch wohl höher ist. Und dass das Neuronenneubildung im Hirn anregt. Also es gibt Hoffnung dafür, dass man nur einmal die Woche tatsächlich was erreichen kann. Und das Ende von Beziehungen, würde ich sagen, das ist halt ja wie im richtigen Leben. Manchmal wird eine Beziehung abgebrochen, weil der Kostenträger sagt, zahlen wir nicht mehr. Aber das ist gar nicht so häufig. Ich bin Gott sei Dank in der Jugendhilfe. Und wenn man gut erklärt, was man macht, zahlen die wirklich sehr lange, diese Therapien. Ich habe manchmal Klienten 5 Jahre, 6 Jahre. Die habe ich von 12 bis 18. Und dann entsteht eine emotionale Reifung. Und dann gibt es ein natürliches Ende, wenn Ausbildung angefangen wird oder so, wo sich Beziehungen auch dann, wo dann zu Ende gehen, aber wo ein Wachstum passiert ist. Und dann kann man sich auch voneinander lösen. Also, ja, so. Ja, bei uns ist jetzt auch das natürliche Ende gewissermaßen. Schade. Und ich habe den Eindruck, dass viele Impulse im Raum sind durch Sie, die nachwirken und... ja, ich danke Ihnen einfach ganz, ganz herzlich für die Vielfalt
an Anregungen, die Sie in Ihrem Vortrag hatten. Freut mich. That exist on earth don't make any difference, and everybody's born with the same gift, but we decide to not unwrap it. We keep it closed with the paper still on. Oh.